Ich komme mal hier mit dazu. Ja, dann herzlich willkommen. Ja, dann warten wir noch ein bisschen, bevor wir anfangen, oder? Ja. Ist ja noch nicht ganz 18 Uhr. Da werden wohl noch einige wahrscheinlich hinzustoßen.
So, also fangen wir langsam an oder warten wir noch ein bisschen? Ich würde sagen, kann schon mal anfangen. Also, wenn Fragen bestehen, dann bitte sofort fragen und nicht erst eine halbe Stunde später. Okay. Okay, mit was soll ich eigentlich jetzt anfangen? Mit dem Schiff oder mit irgendwas anderem? Das ist eine gute Frage. Ja, dann fangen wir jetzt mal langsam an. Gut, also heute geht es vorzugsmäßig um ein EPG-Bild, also Wissenschaftler. Es können natürlich auch hier Infos auftauchen, die für andere Karrieren und andere Builds, wie zum Beispiel Taktiker, DPS, natürlich auch interessant sind. Aber wie gesagt, vornehmlich wird es jetzt hier um den Wissenschaftler gehen. Gut. Beginnen wir mal mit der Grundlage, und zwar dem Schiff. Vorab noch schnell gesagt, wenn hier jemand hören sollte, du musst dies und dies und dies haben, du brauchst unbedingt jenes und anderes. Auf solche Sätze erst gar nicht eingehen, gar nicht drauf hören. Es ist nämlich so, es führen mehrere Wege zum Ziel und die Leute, die euch einreden wollen, dass ihr eine bestimmte Sache braucht, unbedingt, die reden dann von sich selber.
Von mir werdet ihr hier entweder gar nicht oder wenn, dann nur ganz selten hören, dass ihr etwas unbedingt braucht. Okay. Dann, ja, wie gesagt, fangen wir mal mit dem Schiff an. Jetzt wird es bestimmt schon kommen. Viele Spieler werden sagen, ja, wir brauchen das Zeitschiff, die auf Föderationsseite die Verne-Klasse. Nö, braucht ihr nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, EPG-Builds oder auch ganz normale Taktiker-Builds mit jedem Schiff, das dazu die Möglichkeit hat, auch richtig auszunutzen. Vorzugsweise gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, ein Schiff mit der Fähigkeit temporale Fähigkeiten zu nutzen. Das wäre hier jetzt meine Flotten Laiosa, das ist ein romulanisches Schiff. Die hat hier temporal mit dabei. Die andere Möglichkeit wäre, ein Schiff zu nehmen, das Spionage, also Intel, Brückenoffiziersplätze hat. Warum die zwei jetzt interessant sind für den Wissenschaftler, darauf kommen wir mal später zum Reden. Wichtig ist jetzt hier einfach nur mal ganz klar das Seating. Wir brauchen auf alle Fälle, wie es immer für einen Wissenschaftler gehört, viele Wissenschaftsplätze. Warum ich hier jetzt nochmal Taktik hinzugenommen habe, erkläre ich später. Und auf alle Fälle einen Techniker. Und mindestens einen Lieutenant mit Taktik. Eigentlich reicht sogar ein Lieutenant mit Taktik für den kompletten Wissenschaftler. Ja. Eigenen fühlen sich im Prinzip auch T5-Schiffe, nicht nur T6-Schiffe. Natürlich ist klar, T6-Schiffe sind besser als T5-Schiffe. Sie haben einfach mehr Konsolen, die Brückenplätze sind besser. Sie haben auch die, wie gesagt, Spezialisierungssitzplätze, hier die Seatings. Und kommen auch so mit ein paar Besonderheiten mit. Dann wären die Möglichkeiten hier, wie gesagt, Laiosa. Ich gehe jetzt mal einfach mal schnell mal bei mir durch, welche Charaktere ich mit was ausgerüstet habe. Hier habe ich meine, komm schon, schalt um, meine Klingon-Rekrutin. Die hat hier die Natch-Sov. Das ist quasi die klingonische Variante der Laiosa. Da kommt laut schon. Genau. Ebenfalls hier Flottenvariante. Da fehlt noch hier der T6X-Platz. Der kommt dann am Samstag, wenn das Event vorbei ist. Gut. Eine weitere Möglichkeit wäre ein anderes romulanisches Schiff. Und zwar das hier, das ein Hybrid mit einem vulkanischen Schiff darstellt. Und sogar noch einen Hangarplatz mit drin hat. Die Galas. Es gibt natürlich auch andere Schiffe, also ganz klar, das ist hier jetzt nur beispielsweise. Ihr braucht euch nicht darauf versteifen, dass es jetzt hier unbedingt das hier sein muss. Schauen wir mal schnell noch beim Zenstor vorbei, was der noch schon zum Anbieten hat. Intel, genau hier. Bald Intel Science Vessel. Das wäre eine Möglichkeit, um hier den Wissenschaftler noch mit drauf zu setzen. Und wir hätten dann noch,
Genau, hier die Somerville. Das ist auch ein Spionageschiff, ebenfalls, das sich für einen Wissenschaftler durchaus eignet. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal drauf ein, wieso ich hier Intel, also Spionage und Temporalseatings anspreche und mache dann die Überleitung zu den entsprechenden Trades oder auch hier Brückenoffiziersplätzen. Also, es gibt einen ganz bestimmten Trade, beziehungsweise es gibt auch einen ganz bestimmten Dienstoffizier, der wo sehr sinnvoll wäre. Also ich würde euch nahelegen, wenn ihr die nötigen kleinen Geldmittel habt, also ein paar Millionen, euch diese Dienstoffiziere zu holen. Billig sind sie leider nicht. Aber halt natürlich entsprechend auch effektiv. Okay, fangen wir mal mit den mit der Grundlage dessen an, warum ich gesagt habe, Intel. Und zwar, das ist diese Schiffsmeisterschaft hier, die fast schon eine Grundlage dessen ist, warum man mit einem Wissenschaftler arbeiten sollte. Die Sporen Infused Anomalies, also Anomalien mit Sporen drin. Wenn man die aktiviert, bekommen Feinde, also ich fange mal anders an. Diese Schiffsmeisterschaft wirkt sich auf alle Brückenoffiziersfähigkeiten aus, die als Anomalie gelten. Eine Anomalie ist das hier zum Beispiel, eine Gravi, oder sehr kalt im Raum, das macht einen Kältenebel. Auch hier die Zeitlinienkollaps oder chronometrisches Inversionsfeld. Und andere Fähigkeiten wie zum Beispiel, wo haben wir es? So, bei dem Charakter war es nicht vorhanden. Tückenschrift hier. Tückenschrift zählt ebenfalls als Anomalie. Also alles, was quasi im Raum schwebt und längere Zeit vorhanden ist und sich dann auf den Gegner auswirkt. Dazu zählt im Übrigen, wo ist es, auch die aktive Ruf, die aktive Ruffähigkeit Antizeit. Das ist ebenfalls hier eine, Anomalie. So, und dann... Wo bekommt man den her? Genau, Sporen-Infused. Das kommt dann, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, genau von der Somerville. Schauen wir mal kurz. Schiffe. Genau, Spore-Infused Anomalies. Das kommt hier von der Somerville. Ah, okay. Gut, der hier wird in vielen Builds oder fast sogar in allen Builds als Standard hier genommen. Deswegen fange ich damit eigentlich jetzt auch an. Wird natürlich verstärkt mit EPG, also Exotic Partikelgenerator. Entsprechend gibt es da natürlich einen Haufen Konsolen dafür, die wo das erhöhen. Aus dem Crafting könnt ihr euch natürlich unter Wissenschaft Konsolen rausziehen. Es gibt aber auch Sets, die wo das erhöhen und auch goldene Konsolen, also die wo bei Schiffen mit dabei sind oder die wo man aus Kisten ziehen kann. Es gibt natürlich auch in Episoden und so weiter Sachen, die wo hier mit reinwirken. Und Drain-Expertise, also Entzugsexpertise. Das versteckt diese Anomalie hier, diese Schiffsmeisterschaft ebenfalls mit. So. Der Effekt dabei wäre, jede Anomalie macht elektrischen Schaden und zieht vom Gegner
für 20 Sekunden mindestens 22,5 Energie ab. Und zwar von allen Sachen. Also Waffen, Antrieb, Hilfsenergie, Schilde. Ein netter Nebeneffekt dabei ist, dass natürlich mit der fallenden Energie eure Gegner natürlich auch Probleme haben, ihren Schaden aufrechtzuerhalten. Mit hinein könnte man nehmen, jetzt muss ich selber kurz schauen, das ist es nicht. Wo war das? Haha, peinlich, peinlich. Jetzt müssen wir schnell auf einen anderen Charakter wechseln. Eigentlich wollte ich jetzt nicht in den Stock kommen. Was verstehst du nicht, Richthofen? Das ist eigentlich schon eine Grundlage noch. Nicht gehobene Spielererfahrung. Gehobene Spielererfahrung kommt später und glaub mir, dann wird es jetzt richtig kompliziert. Okay, ja. Das ist schon die. Also, jedes Mal, wenn wir hier jetzt kommt der Sprachfehler. Jedes Mal, wenn wir hier, also diese Schiffsmeisterschaft ausgerüstet haben und aktivieren eine wissenschaftliche Fähigkeit, beziehungsweise eine Spionagefähigkeit der Brückenoffiziere, kommt eine sogenannte elektrische Welle. Das habt ihr wahrscheinlich in den Einsatzkommandos oft gesehen von Wissenschaftlern, dass da so, wie wenn man einen Stein in den Teich wirft, so eine Welle kommt. Das ist dieser Trait hier. Der macht zusätzlichen Schaden. Und deswegen sage ich, wäre in dem Fall ein Schiff für einen Wissenschaftler mit Spionage-Seating angenehmer, weil er durch die Spionagefähigkeiten sich nämlich diese Anomalien öfters auslösen kann. Beim Spionage-Seating gibt es da sogar noch die hier, ionische Turbulenz, die zählt auch mit als Anomalie. Das heißt, damit könnte man auch nochmal schön solche Energiewellen, solche elektrischen auslösen. Ja, Richthofen, dazu komme ich gleich, wie die ganzen Fähigkeiten ineinander greifen. Und zwar, das ganze große Bild baut aufeinander auf. So, die Frage ist natürlich, wo fangen wir jetzt hier an mit dem Bild? Schiff ist natürlich ganz klar. Wir müssen zuerst wissen, welches Schiff nehmen wir, welche Seats hat es, also welche Sitzplätze, welche Spezialisierung diese Brückenoffiziere haben. Bringt uns nichts, wenn wir ein Taktikschiff nehmen oder ein Kreuzer, der wo gar keinen wissenschaftlichen sekundären Deflektor hat, weil der natürlich ebenfalls sehr, sehr, sehr stark mit reinspielt. Problem bei der Sache ist, im Prinzip
ist es so viel, dass man es eigentlich gar nicht auf einen Schlag verstehen kann. Und das ist auch ein großes Problem, was hier Star Trek Online von Anfang an hatte und das Kryptik einfach von sich weggeschoben hat. Sie haben einfach gesagt, ja, sollen die Flotten, sollen die anderen Spieler das erklären? Wir machen das nicht. Ja, und da steht man dann sehr schnell vor einer riesengroßen Wand, die einen erschlägt. So, also, Schiff haben wir. Wir brauchen also ein Wissenschaftsschiff mit entweder Intel-Fähigkeiten, also Spionage, oder mit Temporal. Eine von den beiden. Die anderen Spezialisierungen interessieren uns nicht. Zumindest nicht, wenn es hier um Wissenschaft geht. Dann das nächste. Gehen wir gleich zu den Stationen und lassen wir mal die Trades außen vor. Die machen wir später. Die Stationen sind in per se nur wichtig für die ganzen wissenschaftlichen Sachen. Wir brauchen ja, sagen wir mal so, es wäre günstig, so viele wissenschaftliche Stationen wie möglich auszuheben, mit so vielen verschiedenen möglichen Effekten. Weil wir unsere Gegner mit Buffs, also Debuffs, zukleistern wollen, weil wir sie daran hindern möchten, irgendwie gegen uns zu agieren oder auch um sie zu binden an Ort und Stelle. Ganz gerne und auch sehr oft genutzt, ganz klar die Gravi-Quelle. Zieht Gegner hinein, hält große Massen an Gegnern fest und geht auch relativ über lange Zeit. Wird auch sehr gerne von Taktikern benutzt, um mit hier Torpedo-Spread reinzuhauen. Wir persönlich nutzen die Gravi hier, auch um den Gegner zusammenzuziehen. Torpedo-Spread hier kommt bei uns allerdings nicht als Hauptwaffe zum Einsatz. Unser Effekt hier als wissenschaftlicher Schaden ist der Exoschaden. Also Exotikschaden ist jeder Schaden, der nicht durch eine Waffe herbeigeführt wird. Waffen sind Torpedos und Beams bzw. Kanonen. Alles, was nicht Kanone, Beam oder Torpedo ist, ist Exotikschaden. Exotikschaden lässt sich auch wieder in mehrere Sachen unterteilen, was ich euch jetzt mal wieder ausklammere, sonst wird das zu viel. Okay, ganz wichtig, Notenergie zur Hilfsenergie. Die Hilfsenergie wird gebraucht, um unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten effektiv zu halten. Je höher unsere Notenergie ist, desto effektiver sind auch hier unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten. Wie ihr hier schon seht, ich habe hier einmal die Gravi drinnen und aus einer Kiste den Subspace Vortex, der ebenfalls so ähnlich wie die Gravi wirkt. Und hier noch sehr kalt im Raum, der ebenfalls aus einer Kiste stammt. Die beiden kann man ganz normal an der Börse kaufen. Sind jetzt aber auch nicht so teuer. In Anführungszeichen. Je nachdem, wie man schon länger im Spiel mit dabei ist und wie man selber den Geldbeutel voll hat oder leer hat. Die drei hier sind für mich hier wegen eben dieses Trades hier. Den Spore-Infused Anomalies, damit ich hier den Gegner binden kann und dann auch den dreifachen Schaden raushauen kann. Warum dreifach? Weil eine Anomalie, zwei Anomalien, drei Anomalien. Und jede Anomalie löst eine solche elektrische Welle aus.
Da ich jetzt hier 1, 2, 3 Anomalien zum Gegner hinhaue und dann alle anderen beispielsweise wissenschaftlichen Fähigkeiten auslöse, habe ich mit zum Beispiel, nehmen wir gleich hier, den Resonanzbeam, löse ich den aus, habe ich dann auf einmal 3 elektrische Wellen, die gleichzeitig nur durch diese eine Fähigkeit hier ausgelöst werden. Und das geht dann natürlich ebenso weiter mit allen anderen. Wir haben dann den Tachyonbeam, die Kaskade, den photonischen Offizier und die Schockwelle raus. Und jede einzelne dieser bruten Offiziersfähigkeiten triggert dann den Spore-Infused Anomalies Trait, um bei jeder einzelnen Anomalie hier die elektrische Welle auszulösen. Das heißt, ich habe hier theoretisch 3, 6, 9, 12, 15 elektrische Wellen, die wo dann die gebundenen Gegner hier alle zerfetzen. Und zwar so richtig. Dann habe ich hier Torpedo Spread und Fire at Will, also Feuer frei und Torpedo großflächig auf Deutsch. Die habe ich drin, die nutze ich dann, wenn ich mir hier dann später mal den T6X-Platz gesichert habe, mit den Entwined Tactical Matrices. Müsst ihr nicht unbedingt haben, ist mehr so ein Luxus-Trade. Der löst nämlich, wenn ich eins von denen auslöse, das andere aus. Also aktiviere ich zum Beispiel Torpedo großflächig, wird automatisch Feuer frei und Scatterwolle wird auf Deutsch mit Kanone auch großflächig übersetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Speerfeuer. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie das auf Deutsch übersetzt wird, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Nicht Rapid, also Schnellfeuer, sondern das andere. Und je nachdem, was man drückt, also ihr könnt auch Scatter Volley auslösen oder. Bitte? Das wäre die Kanone Streusalbe. Genau, Streusalbe, danke dir. Also man könnte auch Kanone Streusalbe auslösen. Dadurch würde automatisch Feuer frei und Torpedo Spread ausgelöst werden. Oder man könnte auch Feuer frei auslösen. Dadurch würden die anderen zwei wieder ausgelöst werden. Also das ist ein Luxus-Trade. Den braucht man jetzt nicht unbedingt so. Ist aber ganz nützlich, weil man dadurch einfach den jeweils anderen schneller triggern könnte. Damit umgeht man teilweise den Cooldown der beiden hier. Wirkt sich aber auf die wissenschaftlichen Torpedofähigkeiten auch noch mit auf. Aber da komme ich noch später hinzu. Das fällt dann unter die Ausrüstung. Wie gesagt, also Torpedo Spread haben wir und Beams Feuer frei mit den Matrizen, was ein Luxus ist. Ganz wichtig ist hier einfach mehr eher der Torpedo Spread, den müsst ihr euch mal merken. Den brauchen wir später für die Ausrüstung. Dann, so, jetzt kommen wir mit zum Seating, also den Plätzen, den ganz speziellen hier, den temporalen. Da wirken unter anderem auch Trades mit rein, also Schiffsmeisterschaften, aber auch Dienstoffiziere. Ja, das ist alles ganz schön miteinander verflochten. Und zwar haben wir hier exotische Modulation. Energiemodulation, das ist eine Fähigkeit des Technikers, die müsste eigentlich jeder Brückenoffizier normalerweise standardmäßig können. Und temporale Fähigkeiten. Die kann natürlich ein Brückenoffizier nur, wenn er als temporaler Agent ausgebildet wurde. So,
aktiviert man also entweder diese spezielle Fähigkeit, direkte Energiemodulation, oder irgendeine temporale Fähigkeit, welche ist dann egal, bekommen wir exotischen Schaden. In dem Fall hier plus 20 Schaden für 15 Sekunden. Ist jetzt unter anderem auch davon abhängig, wie viel EPG ihr schon mit Konsolen und so weiter mit integriert habt, aber darauf kommen wir dann noch mit ein, weil das sind dann so Cut 1, Cut 2 Sachen und dann wird schon richtig kompliziert und darauf möchte ich jetzt noch nicht eingehen, weil ich weiß jetzt schon, dass manche vielleicht schon aussteigen werden. Sich auf eine einzige Fähigkeit der Brückenoffiziere zu spezialisieren, ist natürlich suboptimal, ganz klar. Weil die hat einen Cooldown und mehrere davon gleichzeitig reinzusetzen, ja, kann man machen, aber ist ganz klar, die haben natürlich Abklingzeit dann. Die behindern sich gegenseitig. Entsprechend sollte man versuchen, Fähigkeiten so zu setzen, dass sie sich keine Abklingzeiten mit anderen Fähigkeiten teilen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier auch hier mit der Gravi und mit Tückenschrift. Die beiden teilen sich einen Cooldown, deswegen sollte man so weit wie möglich darauf verzichten, beide mit reinzunehmen. Stattdessen andere Fähigkeiten mit reinnehmen, die wo eben keinen Cooldown mitteilen. Wie gesagt, die temporalen Fähigkeiten hier greifen mit der Meisterschaft hier mit rein. Also mit jeder temporalen Fähigkeit, die wo ich auslöse, gibt es einen großen Boost auf exotischen Schaden für 15 Sekunden um 20%. Es gibt natürlich viele andere Schiffsmeisterschaften, die man hier selbst mit reinnehmen kann. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie fliegt ihr? Was erscheint euch am nützlichsten? Möchtet ihr mehr Richtung High DPS gehen, also schon richtig großen Schaden raus haben, über 100.000 oder so? Oder sagt ihr, mir reicht's, wenn ich durch Episoden komme, mir reicht's, wenn ich zum Beispiel Einsatzkommandos auf schwer schaffe? Dann gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es gibt viele Schiffsmeisterschaften hier, die wo teilweise durch den Captain freigeschaltet werden, durch die Spezialisierungen hier. Zum Beispiel, was haben wir denn? Hier der Superior Predictive Algorithmus, der wird freigeschaltet, wenn man Spionage zum Beispiel hat oder so. Ich könnte euch jetzt runterraten, was alles nützlich wäre, aber die Liste ist durchaus lang. Und euch wird dann auch der Kopf rauchen, weil die Zusammenstellung dann ziemlich futzelig dann wird. Also, deswegen will ich es einfach mal allgemein sagen. Nehmt Schiffsmeisterschaften, die hier mit Bonus-Exotik-Schaden arbeiten. Nehmt Schiffsmeisterschaften, die euch zum Beispiel hier kritischen Schaden oder kritische Chance gewähren. Aber bitte genau aufpassen, was in der Beschreibung steht. Manche Eigenschaften hier von den Fähigkeiten wirken teilweise nur auf zum Beispiel Energiewaffen, also Beams und Kanonen. Die wirken sich dann nicht auf Exoschaden aus. Also genau lesen ist in dem Fall wirklich A und O. Dann andere Möglichkeit, neben dem Exoschaden könnt ihr vielleicht auch spezifische Schiffsmeisterschaft mit reinnehmen. So wie ich hier jetzt einmal hier den die Anomaliemeisterschaft oder auch hier
den Tachyon, die Tachyon-Meisterschaft. Da mache ich mit dem Tachyon-Beam den Schildwiderstand runter. In dem Fall müsst ihr euch aber wirklich, ich bitte euch, informiert euch vorher, was ihr braucht. Kauft bitte nicht blind irgendwelche Schiffe, macht die Meisterschaften und sagt dann, ah scheiße, gefällt mir jetzt doch nicht. Wenn es ist, fragt mich, könnt ihr jetzt auch gleich machen oder auch im Anschluss, stehe ich gerne für Frage und Antwort zur Verfügung. Nicht jede Meisterschaft hier ist für jedes Bild geeignet. Ihr könnt auch ein komplettes, als Beispiel, Gravi-Bild machen. Es gibt genügend Schiffsmeisterschaften, die mit der Gravi arbeiten. Hier instabile Anomalien, temporaler Anker, dann hier Spuren-Infused Anomalies und so weiter und so fort. Ich sag's gleich, wenn ihr hier euch alles vollhaut mit den Gravis, es funktioniert, ich habe selber ausprobiert, ich habe selber einen Charakter, der wo damit arbeitet, geht ganz gut. Ihr werdet aber damals nie, ihr werdet damit aber niemals in den ganz hohen DPS-Bereich vordringen. Wenn ihr das sowieso nicht wollt, dann ist es gut so. Ja, heute Vormittag habe ich schon mit ein paar von euch darüber geredet gehabt, mit den DPS. Da möchte ich jetzt hier kurz einklinken. Wenn ihr so Berichte lest oder auch YouTubes oder Twitch-Videos anguckt, wo euch weisgemacht wird, dass ihr mit hier so 500.000 oder 1 Million DPS rumfliegen könnt. Das ist falsch. Da wird euch was Falsches suggeriert. Diese hohen DPS-Werte werden nur dadurch generiert, dass die Teams vorher bereits pre-made sind. Also die Teams sind vorher, haben sich vorher abgesprochen. Die Teammitglieder untereinander haben sich ihre Builds aufeinander abgestimmt. Und der Spieler, der wohl diese hohe DPS-Zahl erreicht, bekommt von den anderen Spielern Buffs. Ich nehme euch jetzt gleich vorneweg diese Illusion. Ihr werdet als einzelner Spieler niemals solche hohe DPS-Zahlen erreichen. Sorry, ist so. Wie gerade gesagt, diese hohen DPS-Zahlen erreicht man nur durch Teamplay und auch nur, wenn das Team wirklich hundertprozentig aufeinander abgestimmt ist. Ja, weiter im Text. Da wir ja eh jetzt hier schon bei den Fähigkeiten sind, können wir eigentlich hier gleich schon mal mit den persönlichen Fähigkeiten weitermachen. Gut, wir sind hier gerade auf meiner klingonischen Rekrutin, die ist jetzt noch nicht ganz so over the top ausgerüstet, aber ich denke mal, das spielt uns eigentlich in die Hand. Weil dann kann ich euch gleich zeigen, dass nicht alles hier so over the top sein muss. Also, Sachen wie hier zum Beispiel die Astrophysiker oder auch Warp-Theorist haben viele Rassen bereits als Standard mit dabei. Es gibt einige wenige Rassen, die diese Fähigkeiten nicht haben. Da muss ich Cryptic jetzt leider eine aufs Maul hauen, weil sie bei der Charaktererstellung die Trade-Ansicht rausgenommen haben. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Unsinn kommen kann. Bei jedem Spiel ist es gang und gäbe Pflicht, es muss sein, dass ich, wenn ich mir einen Charakter erstelle, auch sehen kann, was der für eine Fähigkeit hat. Weil, wenn ich mir jetzt einen Charakter erstelle, sage ich mal, ich erstelle mir einen Ferengi, mit einem Ferengi als Wissenschaftler, ist scheiße. Ferengi haben nämlich einen sehr guten Spezies-Trade für Taktiker. Das hatte man früher sehr schön einsehen können, das kann man jetzt leider, leider nicht mehr. Böse, böse Kryptik, paar aufs Maul. So,
für eigentlich jeden Bild und auch für jede Karriere eignet sich eigentlich ein Alien sehr gut. Warum jetzt Alien? Alien hat keinen Species-Trait. Das heißt, da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwas Falsches wählt. Dafür hat das Alien hier noch jeweils bei Boden und Raum einen 10. Fähigkeitsplatz. Was natürlich sehr gerne genommen wird, weil man dadurch einen Trait reinnehmen kann, den man selber aussuchen kann, ohne darauf angewiesen zu sein, hier alle Spezies durchzusehen, ob der Trait auch passt. Deswegen werdet ihr auch sehr oft im Spiel wahrscheinlich Aliens sehen, weil die einfach am effektivsten und auch am flexibelsten zu handhaben sind. Wie gesagt, für den Wissenschaftler ganz klar, Astrophysiker. Der gibt Exotikschaden, der gibt Schild und Energieabzug und auch natürlich Widerstand darauf und Tarnungsentdeckung. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, die Tarnungsentdeckung, weil die kaum gebraucht wird. Was haben wir noch? Conservation of Energy, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, die muss man einkaufen. Und zwar hier gibt es 10% mehr Exoschaden, wenn man Energieschaden erleidet. Das heißt, wird man angegriffen, bekommt man schon mal einen Bonus. Und das stapelt sich sogar dreimal. Das heißt, da kann man schon 30% mehr Exoschaden rausholen. Enlightened, das muss man auf alle Fälle einkaufen. Gibt plus 15% exotischen Schaden und Hüllenregeneration. Zur Hülle kommen wir später dazu. Ist wichtig, merkt euch das. Hat was mit den Crits zu tun. Aber da greife ich jetzt wieder zu weit nach vorne. Dann Innocious. Da weiß ich jetzt gerade die Übersetzung wieder nicht. Gibt euch plus 5% kritischen Schaden. Das wäre harmlos auf Deutsch. Genau, harmlos, danke dir. Dann haben wir hier Operative. Gibt kritische Chance und kritischen Schaden. Wieder zum Einkaufen wäre der psychologische Kriegsführung, also Psychological Warfare. Gibt plus 20% Kontrolleffektivität. Kontrolleffektivität wirkt sich auf sämtliche Brückenoffiziersfähigkeiten aus, die wo Gegner festhalten. Das heißt, den Traktorstrahl oder auch die Gravi. Und Effektivität bedeutet einfach, es ist nicht die Reichweite, sondern wirklich die Stärke dieser Anomalie. Das heißt, ist die Anomalie schwach, kann ein Gegner zum Beispiel mit Ausweichmanöver oder sowas der Anomalie entkommen. Und je stärker dieser Kontrolleffekt ist, desto schwerer ist es für einen Gegner, aus einer entsprechenden Anomalie zu fliehen. Was haben wir denn noch? Unkonventionelle Systeme, genau, die muss man auch einkaufen. Die bewirkt zum Beispiel, wenn ich einen Brückenoffizier benutze, dass ich 7% des Cooldowns von universalen Konsolen wieder zurückerstattet bekomme. Das heißt, benutze ich einen Brückenoffizier, egal welchen, habe ich eine Cooldown-Reduktion der universalen Konsole. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Entschuldigung, den Warp-Theorist, der müsste normalerweise auch bei jedem Charakter mit dabei sein, wenn man ihn erstellt. Da haben wir den Warp-Kern. Der gibt uns gleich mal plus 20 auf die Energielevels. Energie ist natürlich auch sehr wichtig. Eine einfache Grundregel, je mehr Energie ich zur Verfügung habe, desto mehr Schaden mache ich.
Und er gibt uns auch hier eine Effektivität auf die EPS, also auf den Energietransfer. Energietransfer wird wirklich sehr oft unterschätzt. Darauf komme ich aber auch gleich noch zu sprechen. Und hier oben habe ich, glaube ich, noch irgendeinen vergessen. Genau. Adaptive Offensive. Die wandelt hier jede kritische Chance in kritischen Schaden um, je mehr Crits ich raushaue. Ist auch für Taktiker sehr interessant. Wirkt sich nicht nur eben auf die Energiewaffen aus, sondern auch auf den exotischen Schaden. Wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, wenn ihr solche Sachen hier habt, bitte genau lesen. In vielen dieser Beschreibungen steht nämlich drinnen, ob sie sich nur auf die Energiewaffen auswirken, nur auf Exotikschaden oder auch nur auf Torpedos. Hier kann man sehr gut in eine Falle laufen und Geld fürs Fenster rauswerfen. Ja, wenn wir eh schon bei den Trades sind, dann machen wir immer gleich alle durch. Der Raumruf. Vorhin habe ich die Hülle angesprochen. Hülle ist wichtig. Zum einen, sie lässt uns durchhalten. Zum anderen, sie gibt uns hier mit Taylors Dualität, die bekommt man aus dem Discovery Roof, kritische Chance. Und zwar, je höher eure Hülle ist, also je mehr Hülle ihr habt, desto höher habt ihr auch eine kritische Chance. Hat allerdings eine Begrenzung mit 200.000 Hülle. Das heißt, ihr habt euer Schiff 200.000 Hülle, ist eure maximale kritische Chance 7,5%. Höher geht es auch nicht. Sonst würde man hier wahrscheinlich noch höhere DPS-Zahlen erreichen. Also dieses Cap ist durchaus sinnvoll. Dann gehen wir einfach mal jetzt hier rückwärts vor. Ich habe hier mit drinnen aus dem Romulanischen Ruf Präzision plus 5% kritische Chance. Aus dem, ist das jetzt die Kunianer Ruf? Ich glaube schon. Der Partikelgenerator Amplifier. Amplifier ist Verstärkung. Plus 6,3% auf sämtlichen Exotikschaden. Hört sich wenig an, ist aber in der Hinsicht schon viel. Dann haben wir hier noch, wo ist es? Hilfsenergie Offensive. Das heißt, je mehr Hilfsenergie euch zur Verfügung steht, desto mehr Schaden macht ihr auch. Und dann hätten wir hier noch aus dem Dyson-Ruf erweiterte Zielsysteme. Die geben euch plus 20% kritischen Schaden. Man könnte hier auch jetzt die Hilfsenergiekonfiguration offensiv rausnehmen und stattdessen, das ist eh gleich hier darunter, den Chronokapazitator mit reinnehmen. Der gibt euch 9,4% Cooldown-Reduktion auf sämtliche Brückenoffiziersfähigkeiten. Also damit könnt ihr die Brückenoffiziersfähigkeiten öfters auslösen. Kommt drauf an, was von beiden euch jetzt hier sinnvoller erscheint. Wie gesagt, ich persönlich hier habe mir den Schaden mitgenommen, anstatt hier die Reduktion. Macht je nachdem, wie ihr spielt, wenn ihr empfindet, scheiße, meine Brückenoffiziere brauchen immer so lange zur Reduktion, dann könnt ihr hier den Chrono mitnehmen, den bekommt ihr aus dem temporalen Ruf. Und die Power-Konfiguration hier für Offensive bekommt ihr aus dem lokalen Ruf. Gibt natürlich noch andere Sachen auch, die man mitnehmen könnte, sind aber ehrlich gesagt weniger für den Wissenschaftler geeignet.
Deswegen gehe ich jetzt auch da nicht groß drauf ein. Gut, Boden wird. Gut, Boden nehme ich mal auch mit. Da haben wir zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Boden euch jetzt so groß interessiert. Ich werde es euch aber jetzt trotzdem mitnehmen. Personalisierte Energie. Personal Energy Amplifier. Das heißt, eure Kits, die wo ihr ausrüstet, machen Bonusschaden. Dann auch hier haben wir den. Ja, hier habe ich den Chronokapazitor mitgenommen für den Boden. Der reduziert euch die Modul-Cooldown-Zeit runter. Dann haben wir hier noch Letalität, gibt euch Crit-Chance. Wir haben tödliches Zielen für kritischen Schaden. Und wir haben aus dem Gamma-Ruf überragende Feuerkraft. Oder irgendwie sowas. Dann gibt es plus 6,3% auf auch jeden Schaden. Und unter jeder Schaden zählt auch Exotik mit rein. Ja, auf Boden gibt es auch Exotik. Ja, dann bleiben eigentlich nur noch mehr die aktiven Raumfähigkeiten. Wir haben hier zum Beispiel aus dem Disco-Ruf den Asteroiden. Der macht zum einen exotischen Schaden und zieht auch den Gegner hinter einem her. Damit kann man recht schön Abschleppdienst spielen. Vorsicht damit, der Asteroid ist stärker als der Gravi. Das heißt, habt ihr irgendjemanden, der den Gravi nutzt und fliegt mit dem Asteroiden vorbei, dann habt ihr die ganzen Feinde, die wo in der Gravi waren, an der Backe. Ist vielleicht eher eine Sache, die wo man benutzen kann, um einen Palk von Gegnern zu einem anderen Palk zu einer anderen Gruppe davon zu ziehen und dann erst die Gravi auszulösen. Man könnte theoretisch hier jetzt auch die Tetrium-Kaskade mit reinnehmen. Wäre eine Möglichkeit, springt auf Gegner über. Persönlich nutze ich die allerdings nicht. Stattdessen nehme ich hier die Quantensingularität mit. Wirkt sich auf den Wissenschaftler folgendermaßen aus. Wird sie aktiviert, bekommt man auf sämtliche wissenschaftlichen Fähigkeiten gleich mal 125 Punkte mit drauf. Und das allerdings nur für 8 Sekunden. Ist ja also eine Fähigkeit, die wo man als First Strike nutzen sollte. Also wirklich am Anfang einer jeden Aktion. Weil sie auch eine hohe Cooldown-Zeit hat. Und auch sämtlichen Schaden verstärkt. Und sie tarnt einen natürlich auch. Die Tarnung ist allerdings nur so ein Nebenbei-Effekt. Ich habe natürlich auch noch die Anti-Zeit mit dabei. Ganz klar, wird vom Exoschaden verstärkt. Und hat auch so ähnlich wie die Gravi einen Anziehungseffekt. Ihr größter Vorteil ist natürlich, jeden Schaden, wo diese Anti-Zeit macht, geht 100% durch die Schilde. Und das ist auch jetzt ein Effekt, wo viele sagen werden, ja, habe ich schon mal selber erlebt, ich hatte noch 100% Schild und bin trotzdem draufgegangen. Das sind dann diese 100% Schild-Umgehungseffekte. Die werden auch im PvP sehr oft genutzt. Ja, PvP wird jetzt wahrscheinlich weniger euer Metier sein, weil PvP eigentlich schon quasi entweder tot ist oder total unfair. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Hier habe ich noch mitgenommen die biomolekularen Schilde.
Das ist für mich so ein, ja, wenn ich stationär mal agiere, um eingehenden Schaden zu negieren, damit meine Schilde relativ länger überleben. Da könnt ihr auch dann hier den Tetrion, die Tetrion-Kaskade mit reinnehmen, was euch sinnvoller erscheint. Sinnvoll hier auch die Sensorplattform. Und wenn ihr die ausschmeißt, werden im 10-Kilometer-Radius alle Gegner mal kurzzeitig von euch befreit, sozusagen. Kurz verwirrt, die gehen dann auf die Plattform. Also mehr so ein Oh Shit-Button. Dann haben wir hier noch aus dem Wettkampfruf Forced Challenge. Würde ich euch als Wissenschaftler nicht empfehlen, weil dann der Gegner, auf den ihr euch konzentriert, den ihr angeklickt habt, der wird dann vor eurer Schnauze per Traktorstrahl festgehalten für 45 Sekunden. Und dann ist der natürlich auch nur 0,5 Kilometer von euch entfernt. Und je näher ein Gegner natürlich ist, desto mehr Schaden macht er. Das heißt, diese Fähigkeit wäre jetzt wirklich was für einen Taktiker, der wo Burst Damage macht, um einen bestimmten Gegner ausschalten zu wollen. Ja, somit sind wir hier mal mit den Fähigkeiten soweit fertig. Jetzt mache ich mal einen kurzen Break und sage, hat hierzu jemand eine Frage? Weil sonst rede ich mir nämlich den Mund fusselig und lasse euch einfach hier im Raum stehen und ihr habt ja teilweise gar keinen Peil. Deswegen fragen bitte jetzt hier. Okay, ich höre nichts, ich lese nichts. Bestehen keine Fragen zu den Fähigkeiten? Anscheinend nicht. Okay. Gut, dann mache ich weiter. So, ja, mit was mache ich jetzt weiter? Brückenoffiziere sollte klar sein. Je mehr wissenschaftliche Fähigkeiten, desto besser. Weil wissenschaftliche Fähigkeiten Exotikschaden verursachen. Und der Wissenschaftler dafür ausgelegt ist, exotischen Schaden zu verursachen und nicht Energieschaden durch Waffen. So, Brückenoffiziere werden beeinflusst durch, wie wir es gerade gesehen haben, Fähigkeiten hier. Schiffe werden beeinflusst auch, also die Brückenoffiziersfähigkeiten werden auch beeinflusst durch die Schiffsmeisterschaften. Und teilweise auch hier durch die persönlichen Fähigkeiten. Dann, Brückenoffiziere werden weiterhin beeinflusst durch Dienstoffiziere. Dann nehmen wir uns mal die Dienstoffiziere vor. Okay, hier habe ich jetzt mal schlechtes Beispiel bei dem Charakter. Da habe ich nämlich noch nicht die ganzen Dienstoffiziere drin, die ich eigentlich bräuchte, weil sie zu teuer sind. Viel zu teuer. Scheiß Ferengi. Dann nehmen wir mal den hier. Der hat ein paar von den teuren. Die aber nicht Pflicht sind. Schon mal gleich vorher abgesagt. Genau, die packt die schon recht schön hier. Also, Dienstoffizier. Hier haben wir mal zwei von den sehr teuren.
Das sind diese aus den Borg Logboxen. Irgendwas von 47. Das geht von 1 los und geht bis 47. Jeder dieser Dienstoffiziere hat eine eigene Fähigkeit und greift auf die Spezialisierungen zu. Der hier zum Beispiel greift auf die Wissenschaftler zu und auf die temporalen Fähigkeiten. Das heißt, beispielsweise, jeder Schaden, der wo über Zeit gemacht wird, wird nochmal um 50% erhöht für 30 Sekunden bei den Wissenschaftlern. Und hier jeder Schaden, der wo von temporalen Fähigkeiten gemacht wird, löst dann aus, dass sämtlicher Exotikschaden um 25% erhöht wird. Und wie gesagt, von diesen Brückenoffizieren hier gibt es wirklich 47 verschiedene. Die sind alle sauteuer, weil sie eben nicht spezifisch auf eine einzige Fähigkeit wirken, sondern weil sie großflächig nur diese Karrieren abdecken. Dadurch sind sie sehr weitreichend einsetzbar. Der hier wäre jetzt zum Beispiel 32 von 47 für den Intel, also Spionageschiff, günstig. Weil wenn ich irgendeine beliebige Spionagefähigkeit auslöse, habe ich eine 30%ige Chance, den Exotikschaden um 25% zu erhöhen. Und 31 auf 47 hat die gleiche Fähigkeit, bloß halt hier mit temporalen Fähigkeiten. Misuab, auch für Wissenschaftler eigentlich schon Pflicht, ein Wort, das ich sehr ungern benutze. Sehr gerne genommen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein Techniker mit F&E-Fähigkeit, deswegen wird er noch teurer gehandelt, als er eigentlich eh schon als Wissenschaftsunterstützer ist. 10% Chance, um 25% Bonusschaden durch Exotikfähigkeiten auszulösen. Die drei hier, oh, da unten ist ja auch noch einer. Auch wieder mit Wissenschaft und mit Temporal. Also auf alle Fälle diese Borg-Dienstoffiziere und auch dieser eine Techniker hier, Misuab, auf Föderationsseite. In Exoschaden sind sauteuer, werden aber in Exobuilds sehr oft aufgeführt. Deswegen habe ich sie jetzt auch hier mit reingenommen. Es gibt aber Alternativen. Und eine davon, oder mehrere davon, werde ich euch jetzt gleich hier aufzeigen. Alternative 1 ist ein Wissenschaftler, ein Gravi-Wissenschaftler, der euch chancenmäßig gibt, weitere Gravis zu erschaffen. Bis zu 4 Stück, wenn ihr Glück habt. So, wir haben vorhin schon mal gesagt, bei den Schiffseigenschaften, ja, Richthofen. Ein Glück, dass ich es noch auf YouTube hochlade. Da kannst du es dir dann später mit ansehen, wenn du es verpasst hast. So, wie gesagt, also wir haben vorhin mal gesagt, wir haben eine Schiffsmeisterschaft, die Spore-Infused Anomalies. Das sind die machen elektrischen Schaden. Jedes Mal, wenn ich entweder ein Intel, also ein Spionage-Brückenoffizier, Fähigkeit auslöse oder ein Wissenschaftsfähigkeit auslöse. So, jetzt habe ich hier quasi 4 Gravis. Idealerweise, sagen wir jetzt mal. Dann wirkt sich diese Schiffsmeisterschaft auch auf alle 4 Gravis aus. Das heißt, habe ich mal eine Gegnergruppe, die wo von 4 Gravis umgeben sind, dann löst jede einzelne Gravi auch diesen elektrischen D4
diese Welle aus, sage ich jetzt mal. Daher wäre der hier auch eine sehr gute Alternative zu den anderen, beziehungsweise von Haus aus ein guter Dienstoffizier, um Feinde zu binden, damit sie euch nicht verfolgen, damit ihr schön brav auf sie eindreschen könnt. So, hier habe ich einen speziellen Dienstoffizier noch mit drin. Der erhöht eure Hilfsenergie, wenn ihr getarnt seid. Bei dem Dienstoffizier fällt auch Energiesignatur maskieren unter Tarnung. Energiesignatur maskieren ist eine Brückenoffiziersfähigkeit eines Wissenschaftlers. Da wird euer Schiff dann schwarz. Sollte zumindest. Und wenn ihr getarnt seid, bekommt ihr dann 25 zusätzliche Hilfsenergie. Hilft euch ganz gut, weil ihr nämlich teilweise, wie zum Beispiel hier, diese Very Cold in Space oder auch andere Fähigkeiten teilweise getarnt auslösen könnt. Und wie wir vorhin schon gehört haben, je mehr Hilfsenergie, desto mehr Schaden. Oder je mehr Energie im Allgemeinen, desto mehr Schaden. Ja, schauen wir mal noch schnell im Roster mit, ob ich hier noch ein paar drin habe, die wo ich sonst noch mit empfehlen kann. Bestimmt. Machen wir zur Taktik zu. Taktik. Brauchen wir irgendwas Taktik? Gut. Taktische Dienstoffiziere könnt ihr mit reinnehmen, wo zum Beispiel Torpedoreduktion drin steht. Also, haben wir bestimmt einen. Ja, der hier zum Beispiel. 20% Chance, um die Cooldown-Zeit der Torpedofähigkeit um 5 Sekunden zu reduzieren. Von denen hier könnt ihr bis zu 3 Stück sogar mit reinnehmen. Warum Torpedos jetzt? Da kommen wir später noch darauf zu reden, wenn wir bei der Ausrüstung angekommen sind. Wäre eine Möglichkeit, hier mit reinzuziehen. Ihr könnt auch einen Dienstoffizier reinnehmen, der wo Torpedo kritische Chance oder auch Energiewaffen kritische Chance oder auch kritischen Schaden erhöht. Damit hättet ihr schon fast jetzt hier 5 Dienstoffiziere mit drin rein, nur bei Taktik. Wie gesagt, die Dienstoffiziere, die eure wissenschaftlichen Fähigkeiten unterstützen, wären in dem Fall natürlich viel, viel, viel sinnvoller. Genau, was ich noch sagen wollte, ihr müsst unbedingt aufpassen, ganz wichtig, nicht jeder Dienstoffizier kann beliebig oft mit eingebaut werden. Wie gerade gesagt, der Torpedo zum Beispiel, Dienstoffizier für die Torpedoreduktion kann bis zu 3-mal eingebaut werden. 3-mal ist Cap für jeden Dienstoffizier, mehr geht nicht, aber manche Dienstoffiziere können bloß ein einziges Mal eingebaut werden, wie der hier zum Beispiel, der wo euch beispielsweise mehrere Gravis gönnt. Gibt es übrigens auch als Dienstoffizier für Tückenschrift, der kann euch auch theoretisch 4 Tückenschrift gewähren. Und da wären wir schon beim nächsten Thema. Manche Dienstoffiziere sperren einen anderen Dienstoffizier. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier diesen Gravi-Dienstoffizier drin habt, könnt ihr nicht den Tückens-Drift-Dienstoffizier mit reinnehmen. Funktioniert nicht. Da ist eine Sperre mit drin. Also bitte nicht wie wild drauf losgehen und Dienstoffiziere wie blöde einkaufen, sondern schauen, was ihr auch wirklich braucht und darauf achten. Das Blöde ist jetzt hier wirklich, es gibt keine Beschreibung. Es steht hier nirgends, wie oft man einen Dienstoffizier reinnehmen kann und mit wem er gesperrt wird.
Das ist sehr scheiße. Wenn ihr wollt, ihr könnt mich per Mail anschreiben oder auch später mal fragen oder wenn ich mal online bin, anflüstern und fragen, du, ich habe den und den Dienstoffizier, kannst du mir sagen, ob der eine Sperre mit einem anderen Dienstoffizier habt? Beantworte ich euch gerne. Ja, wie gesagt, also in der Hinsicht ist das wirklich scheiße, dass hier die Info einfach nicht drin ist. Fragen dazu? Jetzt frage ich lieber mal öfters zwischendrin. Keine Fragen? Und wenn ihr nicht mehr mitkommt, bitte sagen. Ich weiß, wovon ich hier rede. Stelle ich jetzt einfach mal so die Behauptung in den Raum. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie euer Stand ist. Und ich weiß auch nicht, inwieweit ihr hier jetzt dahinter steigt. Also bitte sofort unterbrechen, wenn Fragen bestehen oder wenn ihr aussteigt. Dann trockener Hals, ich glaube, ich muss jetzt immer noch mal was trinken. Ah, besser. Also wie gesagt, hier die Dienstoffiziere, die wirken sich sehr stark auch auf die Brückenoffiziersfähigkeiten aus und sind auch dementsprechend teilweise sehr teuer. Je öfters oder je weiter die Nutzungsfläche eines Dienstoffiziers ist, desto teurer kann man sagen, ist er auch. Zum Beispiel, als Beispiel, genau. Es gibt einen Dienstoffizier, den habe ich hier jetzt leider nicht auf dem Charakter. Das ist ein, ist egal, was das für eine Rasse ist. Auf alle Fälle, mit dem Dienstoffizier kann man beispielsweise jetzt mal, nur als Beispiel, müsst ihr jetzt euch nicht unbedingt merken. Wo haben wir es? Hier. Traktorrepulsor. Normalerweise die Fähigkeit des Repulsors ist, Gegner wegzudrücken. Kleine Info, sehr hilfreich gegen Zenkiti. Mit dem Dienstoffizier, den ich hier mal kurz erwähnen möchte, ist es möglich, diese Fähigkeit genau ins Gegenteil zu verkehren. Also Gegner anzuziehen. Viele dieser Dienstoffiziere können euch und eure Brückenoffiziersfähigkeiten total umkrempeln. Also, wenn ihr mal einen Spieler seht, der wo zum Beispiel den ganzen Park an Gegnern hinter sich herzieht, eben mit Repulsoren, und ihr euch fragt, hä, das geht doch gar nicht. Doch, mit einem Dienstoffizier geht das schon. Und es gibt auch andere Dienstoffiziere, die wo auch spezifisch auf eine einzige bestimmte Fähigkeit hier eures Brückenoffiziers einwirken kann. Und diese dann auch teilweise total umkrempeln kann. Nur so als Info mal. Müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken, aber die Info wollte ich euch jetzt einfach mal geben. Ja. Dann machen wir weiter mit den Skills, würde ich mal sagen. Oder ganz einfach mal der Spezialisierung. Wissenschaftler ist eigentlich ganz klar temporale Operative. Warum? Ganz klar, plus 50 Exoschaden und am Boden natürlich plus 50 Kit Performance. Ist in der Hinsicht eigentlich ideal. Ein kleiner Rettungsbonus gibt es hier auch. Und zwar erreicht die Hülle einen bestimmten Wert, zum Beispiel 0, wird man nach hinten teleportiert. Und
Schilde und Hülle werden zu einem bestimmten Prozentsatz wieder hergestellt. Das ist auch so eine Oh-Shit-Fähigkeit. Die ist passiv, die braucht ihr nicht klicken, die triggert automatisch. Was die temporale Fähigkeit, die temporale Spezialisierung hier noch macht, ist, wo haben wir es? Da ist Boden. Genau. Anomalien bewegen sich, wenn ihr die temporale Operative als primäre Fähigkeit aktiviert habt. Das heißt, ihr habt eine Gravi rausgeworfen, die ist noch aktiv, es kommt ein neuer Schwarm an Gegnern rein, aber der Schwarm ist nicht im Einzugsbereich der Gravi. Dann könnt ihr einen Gegner anklicken und eure Gravi bewegt sich dann auf den anvisierten Gegner zu. Allerdings relativ langsam. Hat nur eine Geschwindigkeit von 10. Man kann natürlich die Gravi mit verschiedenen Fähigkeiten auch verlängern, aber das ist jetzt nur mal so nebenbei bemerkt. Als sekundäre Fähigkeit, ja, das ist jetzt interessant. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich bin hier jetzt für den Strategisten, weil der mit den Waffen spielt. Und zwar habe ich hier die Fähigkeit, wenn ich nicht im Bedrohungszustand bin. Sehr wichtig, nicht im Bedrohungszustand sein. Gibt es extra Crit. Zwar hier Show Force, also Kraft zeigen. Plus 4% kritischer Schaden für 10 Sekunden. Und das stapelt sogar 5-mal. Wenn ihr im Bedrohungszustand seid, Strategist ändert dann nämlich sein Verhalten. Das ist aber hier in der Beschreibung auch aufgeführt. Anstatt dann hier mit den Crits zu arbeiten, bekommt ihr dann mehr Höhlenheilung. Also müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr nicht in der Bedrohungshaltung seid. Und natürlich ein kleiner Nebeneffekt, man ist alle 45 Sekunden immun gegen den Torpedo. Ebenfalls sehr nett, alle 20 Sekunden, wenn man von einer Energiewaffe getroffen wurde, das heißt also Beam oder Kanone, machen wir 10.000 elektrischen Schaden beim Feind mit 50% Schilddurchschlag. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Das hier ist uninteressant. Ah ja gut, die Hüllenregeneration hier ist interessant, aber da komme ich später nochmal kurz dazu. Beziehungsweise, ich habe es ja vorhin schon gesagt gehabt, die Hüllenregeneration hilft euch, eure Hülle oben zu halten. Teil aus Dualität. Da triggert es wieder mit rein. Je mehr Hülle ihr habt, desto mehr Crits haut ihr raus. Das ist aber jetzt nur so ein Nebeneffekt. Interessieren tut uns hier eigentlich bei der Spezialisierung wirklich jetzt nur das mit den Crits und mit dem Schaden. Hier zum Beispiel, wenn man nicht im Bedrohungszustand ist, gibt es wieder 3% Bonus auf jeden Schaden, also auch inklusive Exoschaden, pro Feind, der wo davon betroffen ist. Maximal 5 Feinde. Das heißt, wir können im Idealfall 15% Bonusschaden rausholen. So. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel hier der Spion. Kurze Info, temporal immer auf Primär halten.
wegen den ganzen Fähigkeiten auf Stufe 3 und 4. Die sind da durchaus sehr wichtig. Weil wenn ihr die hier auf sekundär stellt, sekundär, greift nur auf Stufe 1 und Stufe 2 Fähigkeiten zu. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, der Spion hat den Vorteil, er findet Schwachstellen beim Gegner. Ist jetzt nicht so effektiv wie Schwachstellenlokalisierer aus der Spire oder direkt wie von einem Spionageschiff, weil die haben ja da auch ihre Fähigkeiten, das allerdings an Schiff gebunden ist. Aber es ist nützlich. Die Spionage hier gibt euch auch zum Beispiel wie hier Schwachstelle verstecken, also Hide Weakness, plus 50%, plus 50 Punkte sämtlicher Schadenswiderstand für 5 Sekunden, wenn zum Beispiel irgendwo ein Schild ausfällt. Da kann man dann auch schon mal die Flucht ergreifen oder irgendeine Fähigkeit nutzen, um die Schilde wieder herzustellen. Falls ihr sowas nutzen wollt. Da Star Trek Online natürlich ein DPS-Spiel ist, das muss eben hier klar sein, heißt die Devise, je mehr Schaden ich mache, desto schneller ist der Gegner weg. Und desto weniger bin ich dann in der Gefahr, selbst gekillt zu werden. Da hat es natürlich über die Jahre schon sehr oft Beschwerden gegeben, aber Cryptic bleibt dabei. Hier gibt es nicht die heilige Dreifaltigkeit wie Damage Dealer, Healer und Tank. Star Trek Online bleibt ein reines DPS-Spiel. Dann, wenn man hier von irgendeinem negativen Effekt erfasst wird, gibt es eine 20%ige Chance, den loszuwerden. Ein kleiner Nebeneffekt bei Tarnung, wie vorhin schon angesprochen, wenn ihr ein Schiff nehmt mit Tarnung, solltet ihr einen Dienstoffizier mitnehmen, der euch zusätzlich noch Hilfsenergie dafür gibt. Und da spielt jetzt auch hier die Spionage-Spezialisierung auch mit rein. Und zwar mit jedem Punkt, den wo ihr in der Hilfsenergie habt, verbessert ihr eure Tarnung und gleichzeitig auch eure Fähigkeit, getarnte Gegner aufzuspüren. Gut, ob das jetzt so wichtig für euch ist, glaube ich jetzt weniger, aber angesprochen will ich es jetzt trotzdem mal haben. Ebenfalls eine nette Fähigkeit, adaptiertes Zielen. Jedes Mal, wenn ihr beim Gegner vorbeischießt, bekommt ihr extra Genauigkeit. Und das bis zu 4-mal stapelt das. So, wie gesagt, die hier als Sekundär. Sekundär nimmt nur Stufe 1 und Stufe 2, deswegen schneide ich hier ab, weil es nicht Sinn macht, hier die als Primär zu setzen. Die könnt ihr euch vielleicht mal selber dann durchlesen. Weil die Fähigkeit hier ist dann mehr so für Raiders und Flankenangriff und so. Und wenn ihr das so seht, plus 5% Bonus jeglicher Schaden, wenn man den Gegner von hinten trifft. Und als Wissenschaftler macht man ja eigentlich nicht Schaden von hinten, sondern als Wissenschaftler macht man Schaden AOE, also großflächig. Wenn man mal zufällig den Gegner von hinten nimmt, kann man machen. Aber meistens fliegt man dann einfach zum Gegner hin und hat seine Fähigkeiten raus, um ihn so schnell wie möglich auszuschalten. Ja, das wären jetzt die Spezialisierungen gewesen. Pilot uninteressant eigentlich, mehr für Anfliegen und Flucht. Wundertäter ist mehr für Tank, Heilung und so. Wie gerade gesagt, wird hier eigentlich nicht gebraucht. Aber man könnte rein theoretisch
den Wundetäter mitnehmen, um hier die Hülle zu erhöhen, um wiederum mit Tylers Dualität seine Crits hochzuschrauben. Wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, man muss wissen, man kann entweder direkt die Crits rausholen mit den Strategisten oder man kann mit der Hülle hier arbeiten, aber dann braucht man natürlich auch Tylers Dualität dann. Also wie ihr seht, man kann direkt was rausholen, aber man kann auch über mehrere Wege was rausholen. A Constable, also Kommando können wir schon mal gleich ausklammern, das ist rein Boden und rein mehr so Richtung Taktik und so. Constable ja auch, wie ihr seht, bloß für sekundär. Und Antagonist hier als Fähigkeit wirkt sich nur auf ein einziges Schiff aus. Daher für den Wissenschaftler, da er AOE ist, also großen Flächenschaden macht und mehrere Gegner damit vernichten möchte, ebenfalls eine suboptimale Wahl. Ja. Command Officer, also der Kommandooffizier, könnte man rein theoretisch auch noch mit reinnehmen. Bringt ein bisschen Hülle mit und Torpedos werden hier ein bisschen mit gebufft. Sehe ich persönlich jetzt allerdings jetzt nicht so als allzu großen Vorteil an. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, dann gehen wir mal zu den Skills selbst über. So, wir wollen kurz einen Break. Frage zur Spezialisierung. Ja, also als Taktiker würde ich sagen, eher Spion nehmen. Weil da spielt dann Zielgenauigkeit und so weiter auch mit rein. Vor allem hier dann mit den Stufen 3 und 4. Aber der hier arbeitet wirklich auch nur mit, zum Beispiel wenn man von hinten angreift. Also da wäre es dann auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Schiff hat, wo man sehr wendig damit ist. Also mehr in Richtung so Eskorte, Pilotenschiff und sowas. Aber das steht auch hier in der Beschreibung mit drin. Ja, also für die Überlegungsfähigkeit wäre dann Wundetäter durchaus besser. Und wenn du und ich empfehle dir auch, aus dem Ruf Teil aus Dualität zu nehmen. Weil dann kannst du mit dem Wundertäter auch gleich den kritischen Schaden bzw. die kritische Chance mit hochziehen. Die hier. Je mehr kritische Chance, je höher deine Hülle ist. Das heißt, im Prinzip der Wundertäter ist da durchaus sinnvoll. Aber das ist natürlich ein Umweg jetzt mit Wundertäter und Teil der Dualität. Oder, naja, nicht direkt Umweg, aber es spielt halt alles mit hinein. Es ist halt so verflochten. Während der Strategist hier eine direkte Auswirkung hat auf die Crits. Ohne dass jetzt hier eine andere Fähigkeit mit reinspielt. Oder eben den Strich durch die Rechnung macht. So, keine Fragen mehr.
Okay, dann mache ich mal hier mit der Skillung weiter. Der Wissenschaftler, ich fange mal hier in der Mitte an. Wissenschaftliche Fähigkeiten. Ganz klar. Drain Expertise, also Entzugsexpertise, ganz klar. Braucht man für sämtliche Fähigkeiten, die wo Subsysteme angreifen, die wo Schilde abziehen oder die gegnerische Energien stören sollen. Eine Fähigkeit davon wäre beispielsweise, schauen wir mal kurz, Stationen, Entzug, Tachyonbeam hier zum Beispiel. Tachyonbeam ist das beste Beispiel für Entzugsexpertise. Da habe ich hier jetzt fast 1000 Punkte Schildabzug pro Puls. Das heißt, ich könnte fast 10.000 Schilde abziehen, wenn alle 10 Pulse fertig sind. Das wäre die eine Möglichkeit. Tückens Rift, glaube ich, hat auch, zählt auch mit rein. Muss ich mal kurz gucken. Tückens Rift ist auch, glaube ich, doppelseitig. Exoschaden und ja gut, also Exoschaden an sich ist alles, was hier ist. Zügenschiff macht dann Drain, ist auch Entzug. Während dann die Gravi hier hinzugezählt werden muss zur Kontrollexpertise. Weil, wie es der Name schon sagt, der Gegner kontrolliert wird. Alles, was auf den Gegner einwirkt, ihn festhält, ihn fortstößt oder physisch an sich und seine Fähigkeiten beeinflusst, fällt unter Kontrolle. Das heißt, wenn wir ihn verlangsamen, festhalten, seine Wenderate verkleinern, all das zählt hier dazu. Natürlich hier der Exotik-Partikelgenerator. Das Allerwichtigste beim Wissenschaftler. Durch die Exotik-Partikelgeneratoren wird der exotische Schaden erhöht. Und wer den nicht mit dabei hat, kann sich gleich eine aufs Maul hauen. So dumm es sich jetzt anhört, aber es ist so. Weil alles, wirklich alles, was du hier mit einem Wissenschaftler anfängst, läuft über den Exotik-Partikel-Generator. Jeder Schaden, der wohl nicht mit Waffen gemacht wird, läuft genau über diesen Skill. Dann habe ich hier noch mit rein Reichweitensensoren. Hat den Hintergrund, je weiter ihr vom Gegner weg seid, desto weniger Schaden macht ihr. Wirkt sich jetzt nur bedingt auf die Exotik-Schaden Fähigkeiten aus. Wirkt sich hier jetzt mehr auf Torpedos und Waffen aus. Also Beams und so. Das heißt, kleine Info, wer jetzt ein Taktiker fliegt oder ein Techniker oder so und möchte auf Entfernung auch Schaden machen, Reichweitensensoren mitnehmen. Dadurch wird der Mali verkleinert. Das heißt, ihr macht auf Reichweite, auf große Entfernung wieder mehr Schaden. So, dann gehe ich rüber zur Technik. Hier ganz wichtig, Energie. Wie vorhin schon mal kurz angesprochen, je mehr Energie einem zur Verfügung steht, je mehr Energie einem zur Verfügung steht, desto mehr Schaden macht man. Und diese Regel gilt nicht nur jetzt hier für den Wissenschaftler, diese Regel gilt für alle Builds, auch für Techniker, auch für Taktiker. Ist keine Energie da, gibt es keinen Schaden. Einfache Logik. Deswegen sind die hier herunten schon mal, Warp Core, defensive und offensive Subsysteme mal schon wichtig.
Warum die Defensiven mitnehmen, da komme ich gleich noch mit drauf, wenn ich dann bei den Items bin, bei der Ausrüstung. Naja, genau. Habe ich jetzt schon so oft Ausrüstung erwähnt, da spielt alles mit rein. So, ich habe hier jetzt einen Punkt auf Höhenplatzierung und drei Punkte auf Impuls reingetan, müsste ich nicht machen. Die könnte ich hier zum Beispiel auf Höhenkapazität setzen. Spielt dann wieder mit rein mit Tylers Dualität, beispielsweise. Ich habe sie jetzt hier reingetan, weil ich einfach gerne schneller unterwegs bin und gerne mehr Wendigkeit habe. Hier das groß unterschätzte System. Und zwar die EPS, Elektroplasma-System. Warum wird das gern unterschätzt? Weil es auf den ersten Blick nutzlos erscheint. Den Fehler habe ich früher auch begangen, gebe ich ganz ehrlich zu. Warum braucht man EPS? EPS ist dafür da, die Energien zu regenerieren. Das heißt, habe ich EPS, habe ich Energieregeneration und zusätzlich, machen wir schnell weg, bin ich getarnt, wird hier unten bei den Energien natürlich alles anders gesetzt. Schilde sind weg, Hilfsenergie ist jetzt mehr da, wie mein Dienstoffizier, den ich eingestellt habe. Antrieb und Waffen sind da. So, trete ich jetzt in einen Kampf ein, habe ich das Problem, wenn ich erstens auf vollen Impuls bin und zweitens, wenn ich getarnt bin, die Energie, die wo in der Tarnvorrichtung ist, kommt noch nicht sofort zu den Waffen. Das heißt, je mehr EPS ich habe, desto schneller ist auch die Energie wieder bei den Waffen. Oder auch in meinem Fall hier jetzt bei der Hilfsenergie. Ganz wichtig auch, wenn ich nämlich kämpfen muss und ich habe keine Energie in dem System, in dem ich sie brauche, kann ich mir nicht aufs Maul hauen, weil ich keinen Schaden mache. Fragen zur Energie kurz? Okay, nix. Taktik. So, ihr fragt euch jetzt, warum hier Taktik so viel drin ist, obwohl eigentlich hier noch so viel an Wissenschaft oder auch hier an Technik möglich wäre. Ja, auch Taktik spielt hier jetzt wieder mit rein. Und zwar Energiewaffentraining und Projektiltraining. Bräuchte man hier jetzt nicht so dringend. Da kann man dann hier auf Höhenkapazität skillen oder hier auch auf Schildkapazität oder auf Höhenregeneration so. Ich habe sie jetzt einfach mitgenommen, um hier die zweite Stufe freizuschalten und wegen meiner Ausrüstung vorne. Zielsysteme und Manöver habe ich ausgelassen, weil ich die Punkte hier einfach meinem Wissenschaftler zugegeben habe oder auch hier für die Energie. Ihr könnt natürlich auch die Punkte, die wo ihr hier reingehauen habt, die wo ich hier reingehauen habe, auch hier mit verteilen. Ist kein Thema nicht. Da wir natürlich aber mit großen Exosachen arbeiten, wie Gravi und so, brauchen wir eigentlich gar kein Zielsystem, weil wir gar nicht mit Waffen arbeiten. Ja, hier. Waffenapplikation und Waffenspezialisierung. Wirkt mit Exo zusammen im Bild, weil es die Crits ausmacht. Das heißt, die Punkte, die ich hier mit reinnehme, wirken sich auf den kritischen Schaden und auf die kritische Chance mit aus.
Dann haben wir hier den Hüllendurchschlag und auch den Schilddurchschlag. Wirkt sich teilweise auf Exotik auch mit aus. Das heißt, die Exotikschaden, wo ich raushaue, kann, je nachdem, welche Fähigkeit es ist, die Hüllenpanzerung durchdringen oder auch die Schilde durchdringen. Vorzugsweise wird das natürlich bei Taktikern hergenommen für die Waffenenergie, aber es ist nicht rein für die Waffenenergie verantwortlich. Es wirkt sich auch auf EXO aus. Viele werden jetzt schreien, du hast hier herunten nicht deine Taktiker voll. Nimm doch vom Techniker oder vom Wissenschaftler was weg und mach hier alles voll, damit du hier die ganzen Ultimates mitnehmen kannst. Ganz klar, Ultimate wirkt sich aber hier in dem Fall nur auf ein Schiff aus, auf einen Gegner. Und ja, als Wissenschaftler ist das eigentlich Unsinn, weil ich kämpfe ja nicht gegen ein einziges Schiff, ich kämpfe ja als Wissenschaftler gegen den ganzen Schwarm an Gegnern. Und die ganzen wissenschaftlichen Fähigkeiten sind ja auch AOE-Fähigkeiten. Deswegen ist es eigentlich Unsinn, das hier mitzunehmen. Allerdings, als kurze Randbemerkung, es ist eine Teamfähigkeit. Taktiker, ganz klar, die müssen das haben. Muss, in Anführungszeichen. Wer das hier hat, oder beziehungsweise wer in einem Team ist, wo ein anderer Spieler das hier hat, wird durch diese Fähigkeit auch einen Buff erhalten. Und durch diesen Buff werden eure Schäden erhöht. Das ist das, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe mit dem 500 und 1 Million DPS. Unter anderem diese Fähigkeit sorgt dafür, dass so hohe DPS-Zahlen rauskommen. Wenn nämlich jetzt fünf Leute das hier geskillt haben, dann stapelt das auch fünfmal. Entsprechend kommen dann so hohe DPS-Werte raus. Und da wollte ich euch schon von Anfang an eben diese Illusion nehmen, dass ihr solche Werte erreicht. Da ihr meistens alleine unterwegs sein werdet, zum Beispiel in Episoden oder in Patrouillen, bekommt ihr die Buffs nicht, werdet ihr also niemals diese hohen DPS-Zahlen erreichen. Puh, ja. Gut. Fragen zur Skillung. Ich trinke dabei nebenbei mal schnell wieder was. Natürlich gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten hier bei der Skillung ein bisschen rumzuspielen. Wie schon gesagt, hier Hüllenkapazität. Ihr wisst ja jetzt, zum Beispiel Teil aus Dualität arbeitet mit der Hülle. Je mehr Hülle, desto mehr Crit, bis maximal 200.000. Das heißt, ihr könnt hier Hüllenkapazität skillen und vielleicht auch hier Hüllenregeneration. Ihr könnt natürlich auch hier die Schilde mitnehmen, aber ganz ehrlich, Schilde sind schnell weg. Nicht nur bei den Borg mit ihren Schildabsauger, sie sind generell schnell weg. Auch mit, scheißegal, gegen wen ihr kämpft. Deswegen ist einfach Hülle hier besser. Und ja, wie schon gesagt, je schneller ihr euren Gegner erledigt, desto weniger müsst ihr Angst haben, selber drauf zu gehen. Und leider, leider ist eben das hier das Prinzip. Riechhofen, ich habe ein Thema bei mir im Forum gepostet mit mehreren Beispielen an Skillungen. Warte mal, ich tappe jetzt schnell das hier weg.
und kopiere dir den Link in Twitch rein. Dann kannst du dann selber mal nachgucken und in aller Ruhe dir auch die Beispielbilder ansehen, die ich zusammengestellt habe. So, bitteschön, hier der Link. Dann werden wir jetzt mal zu dem übergehen, worauf wahrscheinlich alle schon gewartet haben und das ich mit Absicht jetzt hier zum Schluss aufgehoben habe, nämlich die Items, die Ausrüstung. Ich denke mal, hier werden jetzt wahrscheinlich die meisten Fragen reinspielen, weil alle nämlich jetzt die ganze Folge hier über so still waren. Ganz ungewohnt. So, ich habe hier jetzt mit drinnen. Fangen wir mal einfach von ganz oben an. Den Gravitorpedo. Warum? Der kann nämlich eine Mini-Gravi erzeugen. Die Mini-Gravi des Torpedos hier macht natürlich, wie soll es auch anders sein, Exoschaden. Ganz interessant hier dabei, eben deswegen auch hier Torpedo Spread mit dabei, also großflächig. Entschuldigung. Torpedo Spread hat nämlich die Fähigkeit beim Gravi, dass jeder Einschlag eine eigene Mini-Gravi erzeugt, was natürlich viel Exoschaden verursacht. Und je größer auch eure, von der Skillung her, eure Kontrollexpertise ist, desto stärker ist natürlich hier der Torpedo mit seinem, mit seiner Mini-Gravi. Dann haben wir hier, nun nehme ich die Konsole gleich mit. Das hier hat einen Zweier-Bonus-Effekt. Da habe ich die Konsole mitgenommen, weil zum einen Photonenprojektilschaden wird um 28,5% erhöht. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hier will. Wir machen ja keinen Waffenschaden. Wir machen Exoschaden. Ich habe die mitgenommen wegen den 3% kritische Chance. Und wegen Fire at Will von der Protonwaffe. Genau. Das Zweierset ist die, ich habe jetzt gerade Schmarrn geredet, ich habe hier nicht die Konsole drin, ich habe hier die Protonwaffe noch mit drin. Die ist hier hinten herin. Zur kurzen Erklärung. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, die Ausrüstung hier ist total durcheinander, absolut willkürlich und bringt ja so nichts. Wären wir jetzt hier bei einem Taktiker oder bei einem Techniker oder sonst irgendeinem Bild, würde ich euch jetzt vollkommen zustimmen. Nicht hier beim Wissenschaftler. Hier beim Wissenschaftler zählen rein die Setboni und weniger die Waffen an sich. Weil wir einfach mit den ganzen Effekten den Schaden machen und nicht mit den Waffen. Weiter geht's hier jetzt mit dem Partikelemissions-Plasma-Torpedo. Der kommt aus dem Crafting. Wenn ihr euch den craften solltet, ihr könnt ihn auch auf der Bank kaufen, wäre es sehr günstig, wenn ihr hier bei mir den Modifier SPR mit dabei habt. SPR ist die Abkürzung für Spread, also für großflächig. Das bedeutet, diese Waffe, dieser Torpedo, kann sich selbst diese Fähigkeit geben, ohne dass ich die Brückenoffiziersfähigkeit dazu aktivieren muss. Löst natürlich auch nur mit einer geringen Chance aus. Wenn ich sie richtig lese, 7,5% Chance. Ist auf alle Fälle mehr als die 2,5% an Proc.
Weiter geht's, kurz abgelenkt lassen. Warum habe ich jetzt den Torpedo hier herinnen? Ganz einfach. Der macht eine schöne Wolke. Und zwar ebenfalls, wenn wir Torpedo großflächig benutzen. Und diese Wolke macht Plasmaschaden. Der Torpedo selbst macht Kinetikschaden, einmalig. Und die Wolke macht über Zeit Plasmaschaden. Sehr günstig natürlich, wenn man hier die Grafik natürlich wieder mit reinschmeißt, weil dann die Gegner nicht aus der Wolke rausfliegen können. So, warum habe ich jetzt hier den dualen Disruptor drinnen aus dem Discovery-Ruf, Stufe 6? Den habe ich jetzt hier eigentlich bloß drinnen wegen dem Set-Boni. Der Set-Boon hier sagt mir plus 1% kritischen Schaden für 20 Sekunden. Hört sich jetzt wenig an, wenn man aber jetzt weiterliest, stapelt bis zu 25 Mal. Das heißt, ich kann bis zu 25% kritischen Schaden extra noch dazu bekommen. So, viele werden aber nicht hier jetzt den Dual Beam drin haben. Zumindest die wo jetzt mal vielleicht mitschauen oder später mal reinschauen werden, die werden den Kopf, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, nimm den Torpedo. Nee, nehme ich nicht, weil Dual Beam feuert öfters, feuert schneller. Dadurch prockt das auch viel öfter als der Torpedo, weil der Torpedo nicht so oft feuert wie der Beam, der Dual Beam hier. Also habe ich den Dual Beam drinnen. Dann die dazugehörige Konsole, Lorcas Konsole, hat natürlich auch eine schöne passive Fähigkeit, plus 3,4% kritische Chance, plus Waffenenergie, plus 135 Schilddurchschlag. Ist natürlich ganz nice. Da machen wir schnell hinten bei den Waffen weiter. Ich habe hier mit drinnen den Polaron Turret. An sich brauche ich den nicht. Den habe ich mit drinnen wegen unserer Hilfsenergie. Der Zweier-Set plus 3,8 Hilfsenergie und dann nochmal zusätzlich plus 1,8 Hilfsenergie, wenn die Energie niedrig ist. Also wir bekommen immer Bonus, wenn unsere Energie ausgeht. Da haben wir ebenfalls eine Konsole dazu wegen dem Set. Das ist die chronometrische. Das ist die hier. Passiv, die klebt gleich schon nochmal 4%, nicht 4%, 4 Punkte Hilfsenergie dazu. Dann haben wir hier 20% extra Schilde. Und jetzt ganz interessant, je nachdem, wie viel Hilfsenergie wir hier haben, bekommen wir hier extra kritische Chance und extra kritischen Schaden. Ich werde später mal anschließend noch durch ein paar Charaktere durchwechseln und euch noch andere Konsolen zeigen, weil ich habe hier nicht jeden Wissenschaftler gleich aufgezogen. Das wäre auch langweilig. So, weiter geht's hier. Hier, wie gesagt, das war die Dyson-Waffe hier mit dem Torpedo. Eigentlich ist es Unsinn, dass die hinten ist, weil die, das ist keine 360-Grad-Waffe nicht. Die müsste eigentlich vorne sein. Bringt mir aber nichts, wenn ich die vorne rein tue, weil dann habe ich meine zwei Exotorpedos nicht und die Dual Beam kann ich hinten nicht reinsetzen. Und die brauche ich ja zum Brocken. Als nächstes habe ich dann hier noch den neutronischen Torpedo. Den könnte ich theoretisch hier mit einem von den beiden hier auswechseln, mache ich aber nicht, weil ich von Haus aus auch hinten den Torpedo drin haben will, wenn ich am Gegner vorbeifliege und den nochmal eine reinwügen möchte. Warum habe ich den Torpedo mit drinnen? Einmal wegen dem Set, der gibt 15,2% Strahlungsschaden nochmal dazu
Und natürlich der Cooldown-Zeit des Torpedos wird reduziert. An sich macht der Torpedo nämlich Strahlungsschaden, neben seinen kinetischen Schaden. Und Strahlungsschaden ist, wie wir schon gehört haben, exotischer Schaden. Ja, genau, ich habe vorhin ja mal gesagt, exotischer Schaden wird hier nochmal unterteilt. Darauf, glaube ich, wäre es jetzt nicht so günstig einzugehen, weil das, glaube ich, einfach zu viel wird. Da sollte man mal vielleicht doch ein anderes Video mal dazu machen. Weiter geht's. Der Deflektor, einer der wichtigsten Sachen beim Wissenschaftler. Den hier habe ich mir aus der Kolonie geholt, aus der Flottenkolonie. Das ist jetzt auch so eine Sache, wo Spieler, die wo in keiner Flotte sind, natürlich benachteiligt sind. Ein bisschen. Es gibt nämlich auch Alternativen dafür. Es gibt für alles Alternativen. Warum habe ich mir aber jetzt den hier aus der Kolonie geholt? Ganz klar, er bringt mir Hitpoints, also Hülle, wie wir vorhin schon gehört haben, Teil der Dualität wieder. Wir haben hier Geschwindigkeit und Wendigkeit. Für ein Wissenschaftsschiff durchwachsen, würde ich jetzt mal so sagen. Weil die meisten Fähigkeiten einfach so rausgehauen werden können. Nur die wenigsten Fähigkeiten haben den Aktivierungsradius. Wie die Waffen halt. Dann natürlich, der Deflektor gibt uns exotischen Schaden, weil er EPG generiert. Er hat Kontrollexpertise, beziehungsweise gibt uns auch einen Widerstand darauf. Und jetzt natürlich das ganz Interessante darauf. Er gibt uns kritischen Schaden und kritische Chance basierend auf unserer Hülle. Je mehr Hülle wir haben, desto mehr Crit. Damit können wir ebenfalls arbeiten. Querverweis, Teil aus Dualität. Der sekundäre Deflektor. Den hier habe ich mir selbst gecraftet. Und ganz klar, auch hier gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel aus dem temporalen Ruf oder aus, ne, aus dem temporalen Ruf, glaube ich nicht, aus dem Wettkampfruf, genau. Der Wettkampfruf hat sekundäre Deflektoren. Da kann man zum Beispiel auch eine Ausweichmöglichkeit haben. So, da steht jetzt natürlich ganz interessante Sachen. Der sekundäre Deflektor ist im Prinzip das wichtigste Item bei einem wissenschaftlichen Schiff. Weil im Gegensatz zum Eskorte, Pilotenschiff, Kreuzer etc., die haben keinen sekundären Deflektor. Deswegen können die auch nicht so viel Exotikschaden machen. Das heißt, der sekundäre Deflektor, ganz wichtig, weil noch viel mehr Exotikschaden. Das könnt ihr hier jetzt auch lesen. Kontrollexpertise, nochmal Kontrollexpertise, dann EPG, nochmal EPG und dann nochmal Kontrollexpertise. Also wirklich, der sekundäre Deflektor ist rein für den Wissenschaftler ausgelegt. Die Effekte sind auch rein für den Wissenschaftler vorgesehen, für den Exotikschaden. Ihr müsst hier bitte aufpassen, es gibt drei verschiedene Varianten des sekundären Deflektors. Bitte nehmt denjenigen, der wo den Strahlungsschaden macht, wenn eure wissenschaftlichen Brückenoffiziere einen Debuff raushauen. Das steht auch in der Beschreibung des sekundären Deflektors drin. Es gibt einen anderen sekundären Deflektor, wo was Ähnliches drin steht, und zwar Strahlungsschaden, wenn eure wissenschaftlichen Brückenoffiziere Kontrollfähigkeiten benutzen. Hört sich auch gut an, aber
mit unseren ganzen Fähigkeiten, die wir hier raushauen, machen wir nicht immer Kontrolle. Wir müssen hier wirklich schauen auf die Buff. Das nächste wäre dann der Impulsantrieb. Hier können wir ganz verschiedene Impulsantriebe reinnehmen. Und zwar, ich habe hier mal den romulanischen Impulsantrieb mit reingenommen, der die Kritz mit Waffen erhöht. Ist jetzt für den Wissenschaftler weniger interessant auf den ersten Blick. So, wo steht's denn jetzt? Okay, ich finde es gerade nicht hier in der Beschreibung. Aber ist hier jetzt auch nicht so wichtig. Ihr könnt den reinnehmen, ihr müsst aber nicht. Ich zeige euch dann später auf einem anderen Charakter, was vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Auf alle Fälle, so, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die wo mich persönlich jetzt auch ein bisschen stört. Und zwar die Event-Sachen. Viele Spieler werden wahrscheinlich das Problem haben, wenn sie auf Builds treffen, die ihnen gezeigt werden, wenn sie sowas lesen oder auch auf YouTube anschauen, dass ihnen Sachen gezeigt werden, die wo sie gar nicht haben, die wo sie gar nicht haben können, weil sie vielleicht an dem Event gar nicht teilgenommen haben. Und dann stehen sie wieder vor dem Leeren. Bestes Beispiel hier, das revolutionäre Set, das ist ein Event-Set. Dieses Set wird sehr gerne genommen und auch empfohlen, weil es extrem Exotik-Schaden macht. Hier plus 65,2% Exotik-Schaden, kritischen Exotik-Schaden. Und der skaliert auch hier mit den Waffen. Ach ja, genau, deswegen habe ich die reingenommen. Jetzt trifft es. Genau, das ist auch das hier, was hier in der ersten Zeile steht. Starship Weapon Amplification. Und da spielt dann hier das hier mit rein. Der Zweier Set. Hier in der Beschreibung unter den 65,2% steht es nämlich Scales with Starship Weapon Amplification. Das heißt, wenn ihr bei den Skills, wo haben wir es? Hier, das hier sind die Tactics Skills. Weapon Amplification. Wie vorhin angesprochen, zieht das nun hier mit zum Exotik-Schaden mit rein. Es ist wirklich jetzt wird es wirklich kompliziert dann. Oder ist es schon, je nachdem. Unter anderem bieten natürlich die einzelnen Items hier auch Boni. Wie zum Beispiel der Singularitätskern hier, der gibt mir Hilfsenergie-Buff. Ist aber ein Clickable. Das ist quasi der hier. Sie hat also einen Cooldown. Würde ich empfehlen, zusammen am Anfang des Kampfes mit Notenergie zur Hilfsenergie zu benutzen. Aber wie gesagt, ich zeige später nochmal im Anschluss andere Konfigurationen, die wo auch sinnvoll sind und die wo nicht auf Eventsachen zurückgreifen, sondern zum Beispiel auf den Ruf oder auch auf Episodensachen. Hier bei den Devices, da könnt ihr jetzt reinsetzen, zum Beispiel hier den roten Materiekondensator, den bekommt ihr entweder aus dem Phoenix Box
Oder ihr habt zum Beispiel irgendwann mal eine Vorbestellung gemacht oder ihr habt einen Code erhalten, wo der mit dabei war. Subspace Manipulator, den braucht ihr jetzt nicht unbedingt, den habe ich jetzt einfach so mit drin, der ist hinfällig. Da könnt ihr was anderes mit drin nehmen. Temporal Negotiator, das ist auch wieder so eine Eventsache. Dazu hätte man das Event des Zeitagenten mitmachen müssen. Also man hätte sich einen Charakter erstellen müssen, der wohl Zeitagent ist. Das nächste Event-Item, Kobayashi Maru. Die Kobayashi Maru gibt es in zwei Ausführungen. Einmal als Hilfsschiff, das als Frachter fungiert, wo ihr im Raum rufen könnt, und als Buff-Fähigkeit, die wo ihr im Kampf rufen könnt. Das bedeutet, die gibt euch, wenn ihr sie ruft, die hauen immer und immer wieder so Buffs raus, wie zum Beispiel Bonusschaden, maximale Hülle und so weiter und so fort. So, und jetzt kommt wahrscheinlich das ganz Interessante zu den Konsolen. Und zwar geht es jetzt los mit Exoschaden und mit Kontrollexpertise und allen anderen Sachen. Also, die alten Konsolen hatten meistens keine passiven Sachen. Deswegen werden die auch kaum mehr genutzt. Als kleine Nebeninfo, die neuen Konsolen haben immer passive Fähigkeiten. Und diese Konsolen, diese passiven Fähigkeiten sind auch hier die interessanten Sachen. Wie gesagt, der Assimilator hier gibt einen zum Beispiel 30 Punkte auf exotischen Schaden. Und natürlich verstärkt er unsere Kontrollexpertise und unseren Widerstand darauf. Kurze Nebeninfo. Die meisten Effekte hier der Konsolen, also hier diese Clickables, sind eigentlich nur nebenbei, neben Gimmicks, die wo man so mal mit aktivieren kann. Das Wichtige hier ist wirklich diese passive Sache, weil diese passive Sache immer aktiv ist. Die Clickables sind einmal aktiv, dann haben sie den Cooldown-Zeit und dann kann man sie nicht mehr nutzen. Deswegen passiv gleich wichtig. Hier auch wieder der Constriction Anchor gibt uns 25,3 Bonus Exotikschaden. Bonus Exotikschaden und kritischer Schaden. Dann haben wir hier wieder Partikelgenerator, Exotikschaden, ja, und so geht es weiter. Exotikschaden bzw. EPG-Generator, plus 19% Exotikschaden und dann hier natürlich auch nochmal Maximum auf Hilfsenergie und so weiter und so fort. Also ihr seht hier schon, es ist ein ganz anderer Aufbau wie zum Beispiel bei Taktik oder wie bei ja, einfach wie bei Waffenenergie. Weil hier die passiven Sachen einfach viel wichtiger sind. Weil diese Sachen hier bei unseren wissenschaftlichen Fähigkeiten extrem stark mit rein triggern. Ja. Die ganzen Stats, Statistiken dazu kann man auch auslesen. Und hier jetzt bitte ganz wichtig, nicht am Boden auslesen, nicht im Sektorraum auslesen, weil da werden falsche Werte angegeben. Immer im Orbit auslesen. Das heißt,
so wie ich es jetzt mache, im Orbit von Nimbus, im Orbit von Starbase One, also der Erde, oder auch in der Patrouille oder sonst irgendwo. Da werden euch die, oder ja auch in der Episode, da werden euch die richtigen Werte angezeigt. Am Boden und im Sektorraum werden euch die falschen Werte angezeigt. Ganz wichtig hier, wie wir schon sehen, ich habe hier eine kritische Chance von 41,2%. Das heißt, fast jeder zweite Schuss von mir oder jeder zweite Zyklus von mir haut schon mal einen Crit raus. Die Crits hier zählen allerdings nicht nur bei den Waffen mit, sondern auch bei den exotischen Fähigkeiten. Hier auch natürlich die kritische Schadenswertung mit 155,6%. Wie vorhin auch angesprochen, hier Power Transfer Rate bei mir 230%. Das heißt, ich stelle 11,5 Energie in der Sekunde wieder her, beziehungsweise wenn ich aus Tarnung oder aus vollem Impuls rausfalle, habe ich so viel Energie pro Sekunde gleich wieder hergestellt. Hülle, ja, ganz klar. Ich habe hier jetzt keine 200.000 Punkte an Hülle, deswegen habe ich auch nicht so viel Crit, die wo hier unten mit reinkommen. Ist jetzt auch nicht so richtig, so wichtig, weil mit diesen beiden Werten hier kann man eh schon mal recht gut arbeiten. Da Resistenz hier, die kommt teilweise auch aus passiven Sachen. Ja, da denkt ihr euch jetzt wirklich, ja, der hat jetzt noch gar keine Konsole mit Passiv, keine Fähigkeit mit Passiv. Ja, wo kommen jetzt die ganzen Widerstände her? So, wenn ihr beispielsweise die Episoden, die Storyline durchspielt, habt ihr immer wieder mal so Erfolge, sogenannte Accolades, wie zum Beispiel, du hast 50 Gorn getötet, du hast jetzt 100.000 Schaden Phaser verursacht oder du hast 500.000 Polaron-Schaden einstecken müssen. Diese Accolades bringen passive Wertungen mit. Das, und die sieht man dann auch hier, Accolades. Beispielsweise, ja, im Prinzip ist es egal, das brauche ich euch ja nicht zeigen. Wenn ihr zum Beispiel gegen Tolianer kämpft, Tolianer machen Tetrion-Schaden, irgendwann bekommt ihr dann eine Meldung, du hast so und so viel Tetrion-Schaden eingesteckt. Und durch diese Meldung, durch diesen Accolade, bekommt ihr einen passiven Widerstand gegen Tetrion beispielsweise. Und das funktioniert hier auch mit allen anderen Waffenschaden, aber auch hier zum Beispiel mit Strahlung, mit Protonen und so weiter. Deswegen ist es auch angebracht, Episoden durchzuzocken. Nicht nur eben, weil sie diese Accolades triggern, sondern weil Episoden auch unterschätzterweise manchmal auch, so wie diese hier, die temporale Konsole, sehr, sehr brauchbare Items mitbringen. Ihr bekommt natürlich die ganzen passiven Sachen hier, auch wenn ihr Einsatzkommandos fliegt, wenn ihr Randoms fliegt, was aber dann ja nur bedingt mal aufbaut, weil ihr, ich weiß nicht, wie oft ihr gegen Tolianer kämpft oder gegen, was weiß ich, da wäre die Story durchaus sinnvoller, weil da tauchen die mal öfters auf. Was auch sehr wichtig ist, wissenschaftliche Skills. Da ist hier der Exotic Partikelgenerator sehr wichtig. Je höher ihr hier den Wert habt, desto mehr Schaden macht ihr. Und der Kontrollexpertise sagt euch, wie effektiv eure beispielsweise eure Grafik ist.
Also ein Wert über 300 ist schon mal gut. Ja. Fragen dazu? Keine Fragen, habe ich jetzt euch so zugetextet, dass euch der Kopf dreht, oder? Dann werde ich es jetzt mal jetzt kurz so machen. Ich werde jetzt kurz AFK sein. Ich muss nämlich gerade wohin, weil ich habe nämlich jetzt zu viel getrunken. Und während der Zeit könnt ihr euch vielleicht Fragen überlegen, die ich dann beantworten werde. Und dann werde ich vielleicht auch noch eine Runde fliegen, um euch mal dieses Schiff hier vorzuführen. Und dann werde ich mal auf einen anderen Charakter wechseln, um euch dann die anderen Items zu zeigen, die wo hier als Parallelsache, als Ausweissache hier genommen werden können. Dann bis gleich.
So, da bin ich wieder. Wie sieht's aus? Sind Fragen aufgetaucht? Bestimmt, oder? Traut sich jetzt jemand? Ja, wir haben ja schon 2,5 Stunden hinter uns. Und das ist jetzt eigentlich im Prinzip eigentlich Grundlage gewesen. Mit ein bisschen Vertiefung. So. Traut sich niemand Fragen zu stellen? Gut. Dann fliegen wir mal hier schnell eine Runde Patrouille. Ich denke mal, das machen wir mal mit all meinen wissenschaftlichen Charakteren, weil die sowieso alle verschieden aufgebaut sind. Dann können wir mal sehen, wie sich die einzelnen Sachen auch auswirken. So, schauen wir mal hier kurz auf die Stats. Die verändern sich dann nämlich, wenn wir in den Kampf eintreten. Was aber natürlich ganz klar ist, weil wir dann ja hier Knöpfe drücken. So, wie ihr schon seht, okay, die haben mich gerade, ne, beschissen auf jemand anderen, ist hinter mir. Zum Beispiel hier diese Fähigkeit, Recall in Space, löst getarnt aus und man wird auch nicht enttarnt. Das gleiche auch hier mit Overload Cascade. Die Overload Cascade würde ich ganz gern, würde ich euch sagen, löst die als letzte aus. Die ist sehr, sehr, sehr stark, macht auch einen Haufen Schaden. Allerdings als Nebeneffekt, sie schießt all eure Gegner weg. Quer über die ganze Map. Also genau das Gegenteil von der Gravi. Dann buffen wir erstmal unsere Augs, also Hilfsenergie. Und dann Crit, 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 Crit. Fast jeder Schaden war kritisch. Und da wirkt jetzt auch schon unser Dienstoffizier mit rein, wo ich vorhin gesagt habe, dass hier eine extra Gravi entsteht. Und da werden unsere Feinde schon angezogen und da kriegt jetzt auch schon wieder die ganze Zeit. Mit unseren temporalen Fähigkeiten erhöhen wir den kritischen Schaden. Und wie ihr seht, jeden der Auslösung
einer wissenschaftlichen Fähigkeit wird eine elektrische Welle generiert, was diese Schiffsmeisterschaft Spore-Infused Anomalies ist. Warum tarne ich mich? Um die zusätzliche Energie zu bekommen, die mir mein Dienstoffizier gibt, wenn ich getarnt bin. Wie man es hier schon recht schön sieht, wenn ich aus dem vollen Impuls rausgehe, wird die Energie sofort verteilt. Dann wieder Energie. Bonus Exotikschaden auslösen. Zusammenziehen und dann die Anomalien generieren, die wohl dann den elektrischen Schaden auslösen. Genau, pro Anomalie eine Welle. Und wie ihr gesehen habt, ich habe nicht ein einziges Mal jetzt gerade die Waffen abgefeuert. Der Schaden wurde rein mit den exotischen Fähigkeiten der Brückenoffiziere generiert. Hoppla. Ich muss ja den Ferengi mitnehmen. Warum sagt das keiner? Spielen wir halt Abschleppdienst. Genau. Die Reihenfolge, wie man die Brückenoffiziersfähigkeiten aktiviert, ist natürlich auch wichtig. Also irgendwas blind zu aktivieren, ja, ich klicke mal da und da und da und da, ist jetzt suboptimal. Hat zwar auch Schaden raus, aber nicht in der Menge, die möglich ist. Deswegen als erstes AUX hochhauen, dann mit den temporalen Fähigkeiten den Exotikschaden hochpushen, dann die Anomalien generieren und dann mit den restlichen Fähigkeiten lösen wir hier jetzt, wie man es recht schön sieht, die elektrischen Wellen aus. Und wenn dann die Brückenoffiziersfähigkeiten, die wissenschaftlichen, im Cooldown sind, dann können wir mit den Waffen arbeiten. Und dann kommen dann hier natürlich auch diese Effekte zum Vorschein. Hier zum Beispiel, wie man es schön sieht, dieses Rot, Orange, Braun mit ein bisschen Weiß und Schwarz, das ist dann die Kravi. Ja, die Romulaner haben hier noch eine schöne Fähigkeit mit ihren Quantenabsorptionen. Da kann man extra Hitpoints noch generieren. Auch so eine Oh Shit Button. Im Übrigen ist hier der Plasma. Diese Plasma-Schockwelle zählt auch als Exoschaden hinzu. Genauso wie wie der Singularitätssprung. Und dann schießt nochmal hinten raus. Und da krittet es nur noch mehr so. Und die Gegner gehen unter. Und das, obwohl ich hier eigentlich noch gar keine Konsole gedrückt habe. Lösen wir mal den Plasmasturm aus. Das war es auch schon. Kein einziges Mal gestorben, nur einmal zurückversetzt, dank der temporalen Spezialisierung, die uns bei Null quasi wieder in Anführungszeichen belebt.
So, dann anderes Schiff, anderer Charakter, andere Konfiguration. So, hier habe ich jetzt natürlich das volle Set mit drin, des revolutionären Sets, wie vorhin schon angesprochen, das ist ein Event-Set. Ich werde uns gleich zu meiner Klingonin wechseln, die hat dann nichts von Event drin. Da kann ich euch dann zeigen, wie zum Beispiel hier Rufsachen mit verbaut sind. Die hat hier zum Beispiel noch außen Wettkampfruf, die den Gottner, jetzt ist schon so spät, dass ich Sprachfehler bekomme. Oder habe ich heute schon zu viel geredet? Sekundärer Deflektor. So, jetzt ist es raus. Auch hier wieder Strahlungsschaden auf Debuff-Effekte. Das ist der effektivste sekundäre Deflektor. Hier habe ich zum Beispiel jetzt vorne auch wieder den Graphi mit drin. Und statt dem Plasma-Emissionstorpedo habe ich hier den neutronischen Torpedo mit drin. Und das morphogenische Set habe ich hier gleich mit sämtlichen drei Teilen reingenommen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Zum einen wegen natürlich wieder den Effekten. Hier werden sämtliche, beim Zweierset, sämtliche Brückenoffiziersfähigkeiten des Taktikers um 15% reduziert. Also Feuer frei, Beam Overload, Schnellfeuer, Torpedo Spread, etc. etc. Und hier beim Dreierset ist auch sehr, sehr interessant. Löst man beispielsweise Feuer frei oder Beam Overload aus, bekommt man 2% Crit Chance, maximal 6%. Dann löst man eine der beiden Kanonenfähigkeiten aus, bekommt man 10% kritischen Schaden, maximal 30. Und wenn man Torpedofähigkeiten bzw. Minenfähigkeiten auslöst, bekommt man Waffenschaden. Also Möglichkeiten zum Kombinieren gibt es genügend. Konsolen gibt es natürlich auch mehr als genügend. Hier habe ich zum Beispiel jetzt noch mit drin, ja, wie beim anderen Schiff auch, die Plasma-Sturm-Konsole. Die ist recht beliebt. Hier habe ich mal eine reine Crit-Konsole mit reingenommen. Ansonsten, wie gehabt, Exoschaden, Control, Drain, hier wieder AUX und Bonus-Exo, auch wieder Exoschaden. Also im Prinzip müsst ihr beim Wissenschaftler eigentlich bei den Konsolen schauen, dass ihr Hilfsenergie bekommt, dass ihr Exoschaden bekommt, EPG Punkte aufbaut. Also die drei Sachen sind eigentlich Grundvoraussetzungen, sollte man durchaus aufbauen. Dann drehen wir mit dem hier wohl auch noch eine Runde und dann wechseln wir gleich zum nächsten Charakter. Und machen wir gleich wieder die gleiche Patrouille. Die ist so schön vollgestopft mit Gegnern. Schauen wir mal, wie der sich hier schlägt. Der hat im Übrigen auch andere Dienstoffiziere und auch andere Schiffsmeisterschaften drin. Also, ist hier, also jeder Charakter bei mir ist auch wieder komplett anders aufgebaut. Also hier, der hier hat zum Beispiel diese Torpedo-Fähigkeit.
Dienstoffizier, die ich vorhin angesprochen habe. Dann hier der goldene Cem Hadar ist wieder so ein Event-Dienstoffizier. Der erhöht jeglichen Schaden im Raum. Dann hier habe ich mit den Repulsoren auch ein bisschen gearbeitet. Die ziehen vom Gegner die Antriebsenergie ab. Das heißt, wenn ich die jetzt mit Gravi kombiniere, kommen die mit ja nicht mehr raus. Der Nachteil davon, ich muss natürlich in der Nähe vom Gegner bleiben. Beziehungsweise ich kann den Gegner mit den Repulsoren in die Gravi reindrücken. Sagen wir es mal so. Das ist auch eine gute Taktik. Die nutze ich vor allem sehr gerne, wenn ich hier in der Lucari bin. Gravity Kills nennt sich das. Ich weiß jetzt nicht die deutsche Version davon. Das ist das mit dem schwarzen Loch, wo man die Partikel sammeln muss. Und dann mache ich es gerne so, dass ich die Repulsoren aktiviere und einfach die feindlichen Zenkete-Schiffe ins schwarze Loch schubse. Dann schauen wir mal. Genau. Aha, hat es mir schon wieder was rausgehauen. Böse, böse. Star Trek Online. Trades. Genau. Also hier habe ich fast alles vollgepumpt mit den Gravi-Sachen. Hier macht zum Beispiel die Gravi 20% mehr Schaden als Strahlung. Und hier habe ich nochmal Anomalien mit drin, die wo nochmal extra elektrischen Schaden beim Gegner mit anstellen. Und als Bonus, wenn ich in der Reichweite der Anomalie bin, beziehungsweise Verbündete, bekommen die plus 10 Energie auf alle auf alle Energiesachen. Ich stelle hier jetzt mal die Shuttles Fighter mal auf drin bleiben. Da gibt es einen kleinen Trick. Den verrate ich euch gleich. Oder besser gesagt, den werdet ihr gleich mal sehen. So, folgende Sache. Ich habe hier jetzt meine Fighter drin und schicke sie jetzt raus. Seht ihr sie? Nein, seht ihr nicht. Das ist ein kleiner Bug hier. Wenn Schiffe, also mit Hangar, ihre Shuttles zurückrufen oder im Hangar selbst spawnen, werden diese Schiffe nicht anvisierbar. Sie sind zwar immer noch zerstörbar, aber sie können nicht mehr anvisiert werden. So, kleine Info nebenbei, mal abseits vom Wissenschaftsbild. Ja, wie ihr schon seht, der hier ist jetzt nicht so effektiv wie der andere Wissenschaftler. An dem hier habe ich früher mal rumgeschraubt, um ein Protonenbild zu kreieren. Und seitdem habe ich ihn immer wieder mal sporadisch umgebaut. Ja, was haben wir dann für Mist aufgesammelt? Grünes Upgrade, schmeißen wir gleich weg, brauchen wir nicht. Ist wertlos. You
your captain sound cheerful there? I heard some cheer between snow. Für die Shuttles hier sind dann natürlich solche Explosionen der Tod. Yay, wir sind im Sturm, im Auge des Sturms. Und dahin versteckt sich noch eins. Jo, das war's dann auch schon. Wie wieder nicht gestorben.
So, und jetzt mal zu meiner klingonischen wissenschaftlichen Rekrutin. Da zeige ich euch jetzt kleinen anderen Aufbau. So, ihr könnt nehmen, wo ist es? Genau hier. So, hier habe ich aus dem temporalen Ruf das Zweier-Set genommen für Schilde und für Impuls. Ach ja, hier habe ich auch wieder die Revolutionär mit drin, mit dem Zweierbonus. Aber okay, das ist jetzt nicht schlimm. Hier könnt ihr beispielsweise auch den Wettkampf mit reinnehmen. Oder wie gesagt, wenn ihr beim Event mitgemacht habt, den Revolutionären ein Zweier-Set. Möglichkeit wäre vielleicht auch Tillys Schild aus dem Discovery-Ruf und Zweier-Bonus vom temporalen Ruf. Und dann, ja gut, ihr könnt auch einen Zweier-Bonus vom Discovery-Set mitnehmen. Das ist keine so große Tragödie nicht. Da könnt ihr euch eigentlich spielen. Ihr könnt natürlich auch voll den Vierer-Bonus des temporalen Sets mitnehmen. Ist natürlich auch kein Problem. Das wäre. Wir haben hier einmal plus 25 Schaden für sämtliche Dots und andere Effekte, die wo Schaden zufügen. Dann natürlich der Dreier-Set, der gibt uns dann Train-Expertise und Kontrollexpertise, wenn wir Technik, Wissenschaft oder Taktik-Team nehmen. Okay, die haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele alle drei mit dabei, aber es reicht, um das mal auszunutzen. Das Vierer-Set hier wäre natürlich vielleicht wieder interessanter. Temporale Fraktur. Die geht nämlich 100% durch die Schilde. Das heißt, jeglicher Schaden, der wohl mit diesem Effekt, das ist ein Clickable, ausgelöst wird, geht 100% durch den 100% durch ein Schild und macht und ignoriert die Schilde quasi, so sage ich es mal. Geht rein auf Panzerung und Hülle. Und wird natürlich wieder, wie es hier steht, verstärkt durch die Kontrollexpertise und durch den Exotik-Partikelgenerator. So, ich weiß nicht, ob das noch groß Sinn macht, damit auch noch mal eine Runde zu verlegen. So, ich möchte jetzt gerne noch wissen, hat wirklich jetzt keiner mehr Fragen? Weil das würde mich jetzt wirklich groß wundern. Oder hat hier wirklich jeder einen rauchenden Kopf und sagt, nee. Bevor ich Fragen habe, muss ich mir das Video noch mal komplett genau angucken. Ja, das glaube ich, weil das jetzt hier alles so auf einen Schlag zu erklären, das ist wirklich viel. Ja, definitiv. Aber einiges habe ich schon mal verstanden. Das ist wenigstens etwas. Ja, auf alle Fälle. Aber wie gesagt, wirklich so ein komplettes Bild von A bis Z zu erklären, ist natürlich zu viel. Das war mir von Anfang an schon klar, dass da ein paar aussteigen werden. Und das war, aber im Prinzip war das jetzt eigentlich nur so eine Grundlagenforschung plus Sachen, die wir eigentlich dazu brauchen, um aufeinander aufzubauen. Weil wenn wir jetzt noch anfangen mit Cut 1 Schaden, Cut 2 Schaden und was weiß ich noch alles, dann explodieren Köpfe, das weiß ich. Ja, ich werde erstmal so weit aufbauen, wie ich kann. Ja.
Also ich habe es versucht, wirklich so einfach wie möglich zu erklären, dass man zum Beispiel bei den Konsolen eigentlich wirklich nur drauf schauen muss, EPG aufzubauen, zu schauen, ob dort steht Exotikschaden und Hilfsenergie, also Auxiliary. Die drei Sachen sind da für den Wissenschaftler am wichtigsten. Da muss ich dann zusehen, dass ich dann die Energielevel dann noch so weit ins Gleichgewicht kriege. Ja, genau. Das haben wir ja auch schon besprochen, heute Vormittag, glaube ich, oder? Mit dem Warpkern. Dass der zum Beispiel, wenn man auf Ausgleich stellt, dass der dann extra Schaden noch mitgibt. Aber das kann halt nicht jeder Warpkern, da muss man halt aufpassen. Und wie gesagt, ich gucke mir das Video nochmal genauer an, wenn ich klarer im Kopf bin. Ja. Ja, wenn ich es auf YouTube hochlade, dann werde ich mir, will ich zuschauen, dass ich ein paar Zeitmarker mit einbaue, dass man immer dahin springen kann, wo es gerade nötig ist. Zu den Skills oder zu den Items oder was weiß ich. Ja, kommt genau. Also ich bin da aber auch schon erstmal raus, bin total bräsig im Kopf. Ja, das glaube ich dir. Ich bin jetzt auch total fusselig vom ganzen Reden. Ich bin mir sicher, dass ich vielleicht das ein oder andere auch vergessen habe. Ja, solltet ihr wirklich diese kleinen Erklärvideos machen, dann kann man das ja da nochmal nachholen. Ja, das auf alle Fälle. Aber da werden wir auch uns vorher zusammensetzen, dann ich und Tarzan vielleicht. Dass wir uns vielleicht zuerst ein Skript machen, worüber wir reden wollen, was wir ansprechen wollen. Und dann versuchen wir das auch runterzudrücken, weil ich glaube, niemand wird sich ein Video anschauen, das eine halbe Stunde dauert. Oder jetzt wie hier, wir sind jetzt schon über 3 Stunden am Erklären. Also wir werden versuchen, das auf zwischen 5 und 15 Minuten zu halten. Wenn es ist, dass wir kleinere Dinge vielleicht wirklich noch in andere in mehrere Videos aufbrechen. Ja, genau. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und danke für die Erklärung. Ja, auf alle Fälle, wenn was ist, einfach so anschreiben, dann mache ich da mit. Okay, alles klar. Dann bis morgen. Dann bis morgen. Ciao. Ciao. Ja, da haben wir jetzt 3 Stunden erklärt. Und ich bin mir sicher, ich habe irgendwas vergessen. Mindestens irgendwas. Von daher werde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich werde noch ein bisschen in Star Trek Online bleiben, aber Twitch wird jetzt mal abgeschaltet. Wenn noch Fragen bestehen, ihr könnt mich ja in-game anflüstern, anschreiben. Wenn ich in Twitch Online bin, könnt ihr mich auch anschreiben im Stream. Ich habe ein Forum, das ist auch immer wieder verlinkt. Da stehen auch hilfreiche Sachen mit drin. Wenn ihr euch da registriert, dann sind da natürlich auch Möglichkeiten vorhanden, miteinander zu kommunizieren. Und vor allem, was im Forum geschrieben wird, das kann man immer wieder nachsehen. Das wird nicht gelöscht. In dem Sinne, ich danke euch recht herzlich, dass ihr diese mehr als 3 Stunden hier bei mir geblieben seid. Dass euer Kopf nicht explodiert ist, hoffe ich, rauchen wir auf alle Fälle. Das kann ich mir sogar bildlich vorstellen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch weiterhin mit dabei sein werdet.
dass ihr mir vielleicht hier auf Twitch folgen werdet, dass ihr mich auf YouTube abonniert. Und dass wir auch weiterhin so gut miteinander auskommen werden. Wie gesagt, wenn Fragen bestehen, ich bin immer da. Schreibt mir einfach, flüstert mich an. Auf Discord, auf Twitch, Ingame, Forum, alles möglich. Ich bin da. In dem Sinne, macht's nicht nur gut, macht's besser.